Es sind nicht wenige zusammengekommen in diesem Jahr. Und genau aus diesem Grund werde ich übergeben an das Team HFA. In diesem Fall an Nico und netterweise assistiert der zuständige Referent David. Let's go. Ich würde sagen, da du das schön zusammengestellt hast, überlasse ich dir auch die Ehre, da durchzuschen. Ich würde allerdings sagen, wir geben so einen groben Überblick, weil das 49 Anträge oder wie viel das sind, en Detail vielleicht durchzugehen, ist nicht zwingend sinnvoll. Und wenn wir es schaffen, wäre es ja gut, wenn wir das en bloc oder zumindest blockweise abstimmen könnten. Dann übergebe ich mal an den David. Ja, hallo von meiner Seite auch. Die habt ihr ja einmal ausgedruckt vorliegen. Ich habe sie gestern noch mal per Mail rumgeschickt, auch die entsprechende Excel-Tabelle dazu. Also wir sind jetzt bei Ausgabensteigerungen, wenn man mal all unsere Haushaltsänderungsanträge zusammennimmt, von rund 1,6 Milliarden. Also die sind, es gibt ein kleiner Block Gegenfinanzierung, 16 Millionen, aber ist wohl offensichtlich, dass das nicht gegenfinanziert ist. Und vermutlich auch nicht, sagen wir mal so, man findet vielleicht so Gegenfinanzierungen, die sind dann so ein bisschen fragwürdig im Bereich von 300 Millionen im Haushalt, ohne was zu kürzen, durch so ein paar Zinsspielereien. Aber 1,6 Milliarden kann man halt nicht gegenfinanzieren. Also das so als einleitende Bemerkung. Ich würde sagen schon, dass wir zumindest auf jeden Fall jetzt mal die Einzelpläne durchgehen. Also wir fangen bei Einzelplan 1 an, Thorsten. Ja. David, du sagtest gerade, das ist nicht gegen zu finanzieren, grundsätzlich. Jetzt hat uns aber in der letzten Plenarrunde der Herr Finanzminister Walter Borjans doch angekündigt, mit wie viel Steuermehreinnahmen die nächsten Jahre zu rechnen ist. Ich meine, seine Schätzungen waren ja wahrscheinlich die letzten Jahre auch zumindest halbwegs solide, sonst hätten wir davon gelesen. Inwieweit wäre sowas durch Steuermehreinnahmen gegenzufinanzieren grundsätzlich? Also der Haushaltsentwurf 2016 ist halt momentan besteht, was die Steuereinnahmen angeht, auf der Prognose des Kreis Steuerschätzung vom November 2015. Also es wurde mit eingepreist in die Ergänzungsvorlage, die dann im November, Mitte November kam. Das heißt, gewisse Einnahmesteigerungen sind schon in diesem Haushalt drin. Also die gehen ja immer von Prognosen aus, wie sich die Steuern entwickeln. Die nächste Steuerschätzung gibt es dann im Mai, also gibt es zweimal im Jahr vom Kreis Steuerschätzung, glaube ich heißt er. Und dementsprechend, also man kann das halt jetzt nicht so haushaltstechnisch gegenfinanzieren im Haushaltsänderungsantrag, weil man die Zahlen halt nicht hat. Man kann halt höchstens, man weiß halt nicht, was die im Mai sagen werden. Und die Steigerungen, die man jetzt schon kennt, sind schon im Haushaltsentwurf 2016 der Landesregierung eingepreist. Also deswegen. Die sind auch schon verausgabt quasi. Die sind auch schon praktisch verausgabt. Also jetzt vor allem sind die in der Ergänzungsvorlage für die Mehrausgaben verbraten worden. Noch weitere Fragen, bevor wir jetzt durch die einzelnen Haushaltsänderungsanträge gehen? Okay, gut, dann fangen wir, denke ich, an mit Einzelplanen. Also wie gesagt, die sind alle in der Reihenfolge der Einzelpläne und auch in der Kapitelnummer und Titelnummer. Einzelplan 01, da haben wir jetzt nur einen Änderungsantrag. Da geht es um Mehrausgaben letztlich für den LDI. Der Antrag kommt entweder von Frank oder Dirk oder von, weiß nicht, wenn Frank was dazu sagen möchte. Ja, ich sag mal, das ist ja unser Standard. Wir wissen, dass wir über den Einzelplan 01 nicht reden. Wir bringen trotzdem den Änderungsantrag ein. Die Landesregierung bzw. auch der Landtag hat auf unseren Antrag vom letzten Mal ja reagiert und halt mehr Stellen diesmal bewilligt. Aber das kann uns nicht genug sein. Deswegen machen wir das weiter. Also ich würde es unterstützen, wir werden nicht dazu reden, klar, es wird abgelehnt werden, aber dann haben wir es trotzdem drin als unsere Forderung. Wir werden es für nächstes Jahr nochmal angehen, allerdings dann auf einem anderen Weg, dass wir da auch drüber reden werden. Aber für dieses Mal nicht.
Ja, ich fände ganz wichtig, dass jetzt nicht nur rüberkommt, uns können es nie genug Stellen sein. Hier ist es ja auch fachlich hervorragend begründet. Ne? Ihr habt das gelesen. Genau, zur Überprüfung der Verbunddateien und so weiter. Das ist jetzt nicht, weil wir als Opposition einfach immer mehr Stellen fordern, als die Regierung zu genehmigen bereit ist, sondern das ist sachlich und fachlich fundiert. Ja, Entschuldigung, danke für die Ergänzung. Toso sollte in keinster Weise, Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade ein bisschen flapsig war, 100% richtig. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sind noch weitere Fragen zu diesem Antrag? Ja. Wenn ich den Haushalt jetzt noch mal richtig auswendig gelernt habe, hat die Landesregierung doch eh einen relativ kleinen Anteil an Geldern eingestellt, um für etwaige Datenschutzrichtlinienänderungen auf EU-Ebene gewappnet zu sein. Das ist davon aber natürlich unabhängig, denke ich. Obwohl ich mich jetzt gemeldet habe, bin ich nicht ganz sicher, was du meinst. Also die jetzige Erhöhung im Einzelplan und einzig Stellen, das sind ja mehr Stellen, die sind explizit auch mit der EU-Datenschutzrichtlinie begründet, ganz entsprechend unseres Antrags vom letzten Jahr. So, wenn keine Fragen sind, würde ich sagen, nur kurz und schmerzlos abstimmen. Wer ist gegen diesen Antrag oder enthält sich? Ja, das ist nicht so, dann haben wir das einstimmig so beschlossen. Ich habe mal eine Zwischenfrage. Ja. Dietmar hatte noch eine Mail geschickt heute Morgen. Dietmar hatte heute Morgen noch eine Mail geschickt und ich fände es durchaus sinnvoll und fair, wenn wir diese Mail zumindest bei unseren Entscheidungen berücksichtigen. Das heißt, ich finde, jeder sollte die zur Kenntnis nehmen. Das nur mal als Anregung. Danke. Ja, also ich habe jetzt mit Dietmar auch noch nicht geredet. Wie gesagt, er ist krank. Ich weiß jetzt, also ich rate auch dazu, diese Mail zu lesen. Und ja, kann dazu leider jetzt auch nicht mehr sagen, um ehrlich zu sein. Ja, Simone. Dann machen wir es aber vollständig und raten dazu, auch die Antwort von Hilmar dazu zu lesen. Das ist für den Stream jetzt so ein bisschen unvorteilhaft. Also, es gab eine Mail von Dietmar, in der er nochmal darauf hinwies, dass es total schlau ist, Dinge gegen zu finanzieren. Ich fasse das jetzt mal ganz knapp zusammen. Er hat ganz viel dazu begründet. Ich fand die Mail sehr sinnvoll. Es gab eine Antwort von einem Mitarbeiter, die auch hervorragend begründet war, warum man das nicht unbedingt tun muss. Wir haben da sehr gute Argumente für beide Positionen. Und Dietmar hat heute Morgen nochmal auf gewisse Dinge hingewiesen, nur als Erklärung für den Stream. Ich denke, gelesen haben das alle. Jeder kann sich sein Bild dazu machen. Dankeschön. Gut, dann gehen wir jetzt zu Einzelplan 03 über. Ich möchte dazu was ergänzen. Also wir haben ja jetzt festgestellt, die Hinweise sowohl von Dietmar als auch von dem Mitarbeiter sind irgendwie hilfreich und gut in gewisser Weise. Ich bin Joachim ganz dankbar für die Anregung noch, für die Mail, weil ich glaube, also wir scheuen uns jetzt halt seit 3,5 Jahren, diese Diskussion tatsächlich auch abschließend dann irgendwie zu führen. Also wir werden jetzt vermutlich wieder Folgendes machen, wir werden jetzt alle Haushaltsänderungsanträge, die halt vorliegen, so einzeln abstimmen. Und meine Prognose ist, dass die meisten davon irgendwie gut erarbeitet sind und gut begründet sind. Und dann werden wir die halt irgendwie einreichen. Diese Kernfrage, die aber hinter Dietmars Einwand steht und die auch hinter Hilmars Entgegnung dann letzten Endes steht, die beantworten wir dabei aber nicht. Und vielleicht wäre es sinnvoll, diese Diskussion auch endgültig dann auch mal abschließend zu führen. Ich glaube auch, dass das hier für unsere beiden Vertreter im Haushalt- und Finanzausschuss einfacher ist. Ja. Ja, also. Ja, aber es steht, die Diskussion kommt immer wieder auf. Ja. Geführt wurde sie mit Beschluss.
Also grundsätzlich wäre es natürlich schon schön, wenn wir da irgendwie zu einer Positionierung kommen würden. Also wir haben halt, wir können, wenn wir keine Gegenfinanzierung bringen für unsere Haushaltsänderungsanträge, dann machen wir es natürlich dem politischen Gegner sehr einfach. Weil der politische Gegner, der setzt, wird sich nicht im HFA, der wird sich auch nicht weiter im Plenum oder an irgendeiner anderen Stelle inhaltlich mit den meiner Meinung nach sehr gut begründeten Haushaltsänderungsanträgen auseinandersetzen. Der wird einfach sagen, gibt keine Gegenfinanzierung, deswegen können wir dem nicht zustimmen. Also jetzt vor allem jetzt Rot-Grün, die ja auch teilweise durchaus manche Inhalte auch von uns teilen oder auch häufig es so machen, die lehnen im nächsten Jahr diese ähnliche Änderungsanträge vor. Also häufig manchmal mit der Summe, mit dem Inhalt und so weiter, dann kommen die ein Jahr später. Kann man sagen, indirekt wirken dann Piraten halt auch, aber es ist natürlich, wird leider nicht uns zugerechnet. Also jetzt nicht in der Wahrnehmung. Und deswegen, wenn man nicht gegenfinanziert, macht man es natürlich dem politischen Gegner sehr einfach. Ja, genau das ist der Punkt. Ich glaube, dass wir hier mit den Änderungsanträgen auch in der Summe eine theoretische Netto-Neuverschuldung vorlegen, die so nicht zum Tragen kommen wird als Netto-Neuverschuldung, weil wir es relativ gemäßigt halten. David, wie hoch ist das Haushaltsvolumen des Landes NRW aktuell? 70 Milliarden ungefähr. Rund 70 Milliarden. Hier ist von einer Netto-Neuverschuldung von 1,6 Milliarden Euro ausgegangen. Alleine in diesem Jahr hat sich die Steuerschätzung, die erweiterte Steuerschätzung, nicht nur die Steuerschätzung insgesamt fürs gesamte Jahr, sondern das, was nochmal on top gekommen ist, ich glaube 1,5 Milliarden Euro erhöht, wenn ich mich recht entsinne. Wenn ich jetzt die Zahlen nochmal rekapituliere, die Herr Walter Borjans im Plenum genannt hat, die auch in den Medien rumgeistern, dann glaube ich gar nicht, dass es bei 1,6 Milliarden Euro, so denn unsere Anträge theoretisch angenommen werden würden, es wirklich zu einer Netto-Neuverschuldung kommen würde. Ich glaube, wir gehen hier einen gemäßigten Weg, der viele Investitionen beinhaltet, die sich dann auch mittelfristig spätestens auszahlen. Und von daher, das Argument der nicht vorhandenen Gegenfinanzierung sehe ich nicht, weil wir das sehr gemäßigt angehen und weil wir ganz viel in Dinge investieren, wo wir mindestens, also spätestens nach 3 bis 5 Jahren einen Gewinn erwirtschaften werden. Also alleine der Breitbandausbau wird ein Push sein für unsere Industrie, unsere Wirtschaft. Und an der Stelle kann man das nicht einfach so abschmettern. Aber es wird genauso laufen, wie du sagst. Die werden abgelehnt, genauso wie unsere Erweiterungsanträge immer zur Beratung gegen den Rechtsextremismus, mal als kleines Beispiel. Inzwischen ist das Haushaltsvolumen da, glaube ich, fast verdreifacht worden. In dem Bereich haben wir vor 3 Jahren schon darauf hingewiesen, wird dann von Rot-Grün nachgearbeitet, ist dann halt so. Danke. Ja, wir müssen uns darüber im Klaren sein. Danke, Toso, für deinen Beitrag. Also es geht ja letztlich um auch einen Begründungsansatz, nicht nur um den Ansatz von 1,6 Milliarden Euro zusätzlicher Investitionen. Und der Dietmann natürlich völlig recht, die kann man immer fordern, auch ohne Gegenfinanzierung oder ohne existierende Gegenfinanzierung muss das halt sinnvoll begründen. Ich mach mal den Dietmar, mach mal jetzt mal die Skepsis. Ich meine das durchaus respektvoll. Wenn du sagst, es wird zu dieser Netto-Neuverstellungsschuldung nicht kommen, weil Steuereinnahmen, ist das eine Best-Case-Annahme? Es ist eine Best-Case-Annahme. Die Steuereinnahmen sind schon wieder ein Stückchen zurückgegangen. Es hat Einbrüche gegeben. Wir haben in China nicht mehr die Wachstumsraten wie vor ein paar Jahren noch. Das habe ich in der Begründungsrede beziehungsweise in der Abschlussrede zur Enquetekommission auch gesagt. Eine andere Begründungsmöglichkeit wäre die, das wird natürlich dem Dietmar nicht gefallen, ne, dass wir im Prinzip vorausschauend eine keynesianische, einige würden auch sagen links-keynesianische Politik fahren, wenn wir sagen, wir verhalten uns antizyklisch in Zeiten rückläufiger, also nicht eben nicht zu sparen und die zusätzlichen Steuereinnahmen zur Schuldentilgung zu verwenden, sondern jetzt nochmal draufzuhauen. Der größte Batzen ist wohl der Breitbandausbau. Sehe ich das richtig? Ich weiß ja nicht von den Summen her. Wie viel waren das? 800 Millionen. Das heißt aber im Klartext,
die 800 Millionen sind eine investive Ausgabe, die letztlich dazu führen soll, dass die Steuereinnahmen noch mehr sprudeln später. Und wenn das jetzt der Kern unserer politischen Strategie ist, dass wir sagen, wir machen das Land halt fit durch Investitionen, dass die Einnahmenseite sich in Zukunft weiter verbessert, wäre das eine mögliche Begründung für dieses nicht gegenfinanzierte Modell, zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegenfinanzierte Modell. So, ich glaube, ich habe mich irgendwie wirr genug ausgedrückt. Oh, sorry. Ich glaube, auch aus unseren beiden wirren Aussagen kann man dann was Sinnvolles machen. Ich wollte das relativ ähnlich ausdrücken. Zusätzlich nur ein Hinweis, das ist jetzt keine Best-Case-Annahme, die ich da getroffen habe. Ja, das heißt aber nicht Best-Case. Best-Case ist das, was die ursprüngliche Steuermehreinnahme gewesen wäre. Das, was ich jetzt gesagt habe, wir könnten das Doppelte ausgeben und würden die aktuellen Steuermehreinnahmen noch nicht toppen. Also wir sind nicht bei Best-Case. Also wie gesagt, je nachdem, wie man das jetzt bewertet, ist halt immer ein bisschen schwierig bei natürlich was Prognosen, was die Zukunft angeht. Ich sage nicht, dass man nicht rhetorisch Möglichkeiten findet, diese Ausgabensteigerung zu begründen. Also man findet da durchaus, auch der Haushaltsminister, der Finanzminister findet immer jede Menge Haushaltsreste nach jedem Haushaltsjahr und findet da Millionen. Und auch die Steuereinnahmen waren immer mehr in den letzten Jahren als letztlich erwartet. Das Problem ist halt nur, dass man das natürlich jetzt nicht so, das kann man nicht schlecht als Haushaltsänderungsantrag abbilden. Also das kann man schlecht jetzt haushaltstechnisch als jetzt Gegenfinanzierung machen, weil das halt auch natürlich immer nur Sachen sind, die bezogen sind auf das Haushaltsjahr 2016. Deswegen sieht das natürlich, also wir können das auf jeden Fall in eine Rede reinschreiben, wir können darüber reden, über alle, inwiefern jetzt Zukunftsinvestitionen, was die für Multiplikatoreffekte auslösen und dann wieder zu Wirtschaftswachstum und mehr Steuereinnahmen führen. Das kann man alles, können wir das rhetorisch machen. Man kann es halt leider nicht so wirklich als Haushaltsänderungsantrag, der dann wirklich so eine Gegenfinanzierung anbietet, abbilden. Ja. Auch da mein Lieblingsargument, wenn wir dem so folgen würden, was du sagst, dann müssten wir Haushalt immer 3 Jahre rückwärts machen. Weil auch das, was uns jetzt hier die Regierungskoalition anbietet, sind geschätzte Zahlen und Prognosen für die Zukunft. Das ist nichts, was 1:1 errechnet ist, kann es halt gar nicht. Auch bei denen sind das ganz, ganz viele Schätzungen. Und unsere Schätzungen sehen halt nur etwas anders aus. Das ist alles. Ich möchte da übrigens zustimmen, was im Chat gerade geschrieben steht. Genau, diese 1,6 Milliarden, die sind hier nicht Keynesianismus, sondern genau wie im Chat steht, das wäre ab 10 Milliarden oder wie in der Mail stand, ab 16 Milliarden aufwärts, dieses antizyklische Investitionsprogramm. Genau das fahren wir nicht. Wir gehen hier sehr verantwortungsvoll mit Neuinvestitionen um, weil der Schwerpunkt halt auch auf wirklich, ich sag mal in Anführungsstrichen, gewinnträchtigen Investitionen liegt. Wir geben hier nicht verpuffende Sozialmilliarden aus, die bei Verbrauch dann weg sind, sondern wir machen hier einen absolut Investitionshaushalt-Add-on. Und das, denke ich, kann Dietmar hervorragend draufstellen. Wobei bei der Begründung nochmal, die 800 Millionen sind ja jetzt nicht irgendwie 800 Millionen für einfach nur Breitbandausbau, sondern für Glasfaser. Das heißt, die Qualität des ausgegebenen Euro kann auch noch in die Begründung einfließen. Für Kupfer wäre das Geld einfach verballert, dann würden wir verschwenden. Vielleicht nochmal, Dietmar wird damit nicht zufrieden sein, genauso wie du das jetzt nicht bist. Kann ich völlig verstehen. Aber ich glaube, das ist schon eine politische Richtung, die wichtig ist, dass wir sie einnehmen. Einfach aus den Sachargumenten heraus. Und bis jetzt oder die letzten Jahre und Jahrzehnte ist hier ein Haushalt immer aus purer Angst gemacht worden. Was zur Folge hat, dass die LKWs auf den Brücken rückwärts fahren, dass wir keine in irgendwie geartete Leerrohrstrategie fürs Land haben, dass der ÖPNV in Stoßzeiten zusammenbricht. Das hat uns nicht geholfen. Immer Reaktion statt Vorbereitung. Genau. Es ist immer nur Reaktion, immer zum letzten Zeitpunkt. Proaktiv ist da null. Und genau das steigert diese Politikverdrossenheit. Wenn ich vor meiner Haustür sehe, wie die Brücken ineinander zusammenfallen, wie ich in den Schlaglöchern versinke, das hilft uns nicht. Wir müssen da ein Konzept haben und gerade dieser
Breitbandausbau, der das Herzstück dieser Haushaltsänderungsanträge ist, und auch der zweite richtig große Posten, die Investitionen in Pflege. Das sind Punkte, damit machen wir dieses Land erst in irgendeiner Weise zukunftsfest. Nur damit können wir hier in Zukunft noch Gewinne erwirtschaften. Gut, keine weiteren Worten. Ja, doch noch eine Worte von Achim. Aus dem Chat noch ein Hinweis, dass das Saarland eine ähnliche Strategie fährt, wie hier vorgeschlagen. Gut, dann fasse ich das mal zusammen, dass wir Piraten einen positiveren Haushaltsansatz unterstellen oder Steueraufkommen als der Finanzminister in seiner Prognose, und im Zweifel wir aufgrund des hohen Investitionsanteils unserer Änderungsanträge eine höhere Netto-Neuverschuldung an der Stelle in Kauf nehmen. Ist das so richtig zusammengefasst oder ist da jemand anderer Ansicht? Bitte? Ja, wie auch immer. Also das kann ja jeder selber für sich beurteilen, aber für die Gegenfinanzierung ist das dann hier an der Stelle so festgehalten als Leitlinie der Fraktion für die Haushaltsberatung. Okay. Als Vorschlag, da sind ja jetzt in den nächsten Einzelplänen mehr Änderungsanträge als im Einzelplan 01. Auch in darauffolgenden sind es ja durchaus noch mehr. Ich würde vorschlagen, dass wir über den Einzelplan, wenn da Redebedarf ist, uns so austauschen, und falls wir feststellen, dass wir jetzt nicht über jeden einzelnen Änderungsantrag diskutieren wollen, dass wir dann über den Einzelplan abstimmen. Ja? Okay, aber vielleicht sagt David trotzdem so eine grobe Einführung, was in dem Einzelplan gewollt ist, und dann können wir gucken, ob da Redebedarf noch besteht. Dann übergebe ich wieder an dich. Ja, gut, Einzelplan 03 ist ja das Innenministerium, also die Mehrzahl der Anträge, wie gesagt, kommen von Frank oder alle kommen von Frank, glaube ich, und Marie. Es geht letztlich darum, vor allem halt jetzt im Bereich Flüchtlinge, denke ich, da noch mehr Ausgaben vorzusehen, wo die Landesregierung vielleicht auch mit ihrem teilweise etwas globalen oder pauschalen Ansatz wahrscheinlich noch irgendwie Wünsche übrig lässt. Und das sind, glaube ich, eher so gezielte Mehrausgaben in Bereichen, die uns politisch wichtig sind. Also ich bin da, sagen wir mal, fachlich bin ich in diesem Bereich auch nicht so drin. Ich weiß nicht, ob Frank noch ein zusammenfassendes Statement zur Strategie dieser Einzeländerungsanträge geben will. Ja, also auf jeden Fall Marie und auch Lara sind da beteiligt, weil es ist ja nicht nur Thema Flüchtlinge, sondern auch Überwachung. Aber zunächst zum Thema Flüchtlinge. Ja, da gibt es auch Gegenfinanzierungen drin, in dem halt die groß aufgestockten Posten Rückführungen zum Beispiel wieder reduziert werden durch Anträge, und auch die Posten Transporte, wo halt hier wegen der mangelhaften Organisation im Land die Menschen halt in Bussen jeden Tag hier in zigtausender Größenordnung tatsächlich durch die Gegend gefahren werden. Also Umverteilung der Haushaltsansätze. Ganz konkret, wir haben ja das gestern nochmal durchgegangen, es sind noch zwei Sachen da, wo wir formulierungsmäßig Dinge noch ändern wollen. Bin ich noch in Marie mit im Gespräch, weil es hier Posten drin sind, Förderung der Unterbringung in Privatwohnungen. Das ist eine Förderung für die Kommunen. Das ist jetzt nicht direkt eine Landesausgabe, sondern das ist praktisch etwas, die Kommunen sollen das Geld bekommen, wenn sie das machen, was hier drin steht. So. Das ist auch kommunales. Ja, genau. So, ja, konkret, wenn da ist auch zu unserem Antrag anonyme Krankenkarte, ist auch ein Posten drin. Nochmal als Hinweis, wir haben ja den hier auch immer noch offen. Also im politischen Antrag, und hier ist eine Projektfinanzierung drin, tatsächlich auch mal die anonyme Krankenkarte mit einem Budget auszustatten. Und
Ja, gibt's und also jetzt der Bereich Geschäftsbedarf und Kommunikation. Also wir haben im Rahmen der Haushaltsberatung herausgefunden, dass Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen nochmal erheblich aufgestockt worden sind im Zuge des Themas Vorratsdatenspeicherung. Stehen hier also nochmal 2,2 Millionen mehr drin. Und die haben wir natürlich wieder rausgenommen und wollen dafür halt ein unabhängiges Forschungsprojekt finanzieren, um mal die Wirkungsweise dieser ganzen beschlossenen Maßnahmen zu überprüfen. Also das ist dann praktisch direkt gegenfinanziert. Ja, gibt es irgendwelche Rückfragen? Auch nur noch ein Hinweis. Du hast ja jetzt da einmal die anonyme Krankenkarte, den Test da drin. Wenn wir das zentral hier von der Landesebene machen würden, dann müsste nicht jede der 396 Kommunen da einzeln rumhampeln und Geld dafür ausgeben. Das ist hier zentral viel besser aufgehoben. Aktuell gibt es tatsächlich Kommunen, die versuchen da alleine an Erkenntnisgewinn zu kommen. 396 Mal ist das halt viel teurer, als wenn man das einmal macht. Kann man sagen, ja gut, Landeshaushalt, Kommunalhaushalte sind ja ganz unterschiedliche Dinge, ja bedingt. Wenn man zentral Dinge regeln will, dann sollte man das machen, sonst braucht man keine über der Kommunalebene angeordneten Ebenen. Zum Zweiten, zum Beispiel hast du da Sozialberatungskosten ja drin, erhöhten Baransatz. Das ist im Endeffekt eine Investition in die Zukunft, wie Breitbandausbau auch. Die Probleme, die wir hier direkt lösen können, durch so eine Beratung, ersparen uns später gesellschaftliche und soziale Kosten, die das Ganze ver-x-fachen würden. Und von daher sehe ich das als sehr gelungen an. Danke. Ja, nur mal kurz zur Erläuterung, auch mit der anonymen Krankenkarte. Also das ist ein Topf, der im Land dann zur Verfügung gestellt werden soll und die Kommunen können darauf zugreifen, weil schon die Krankenversorgung für Flüchtlinge ist halt eine kommunale Aufgabe. Und die greifen halt dann auf diesen Topf zu, so wie jetzt schon der Härtefallfonds und so weiter. Ja. Frank, eine Frage zu 547.01, also das Forschungsprojekt. Wie kommst du eigentlich genau auf 2.225.600 Euro? Und ich finde das schon, ich sage mal positiv, sehr ordentlich, die Summe. Also mit anderen Worten, ich könnte es mir auch niedriger vorstellen. So eine große Anfrage der FDP kostet immer nur 300 irgendwas Millionen. Ja, es gibt, also erstmal ist ja die Aufgabe, die gestellt ist, die Wirksamkeit und Notwendigkeit im Prinzip sämtlicher Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen, Vorratsdatenspeicherung, Funkzellen, stille SMS, alles mal zu evaluieren. Ich kann da jetzt so konkret nicht ein Budget festlegen, insofern finde ich das ist halt eine auskömmliche Größenordnung. Die kommt halt daher, weil es der Erhöhungsposten ist, mit dem halt die Landesregierung in diesem Haushalt ihre TKÜ-Maßnahmen, die sie vorhat, zu finanzieren hat, nochmal erhöht. Also wir haben im Nachtragshaushalt für 2015 schon 1 Million mehr und für 2016 haben sie nochmal diese 2,25 mehr und die haben wir praktisch komplett weggenommen und haben einfach den umgedreht und sagen halt keine Erhöhung dieses Postens, sondern komplett zur Finanzierung von unabhängigen Forschungsprojekten. Daher kommt jetzt dieser Betrag, weil er 1:1 von der Bedeutung her umgedreht ist. Ich würde dann einmal noch mal kurz dazwischen gehen. Diese Änderungen, die du noch angekündigt hast, die betreffen dann den Begründungsteil von einzelnen. Okay, gut, dann würden wir noch mal danach uns daran gehen. Aber sonst im Volumen oder so ändert es nicht. Es war noch, komm. Noch ein Punkt, auch das Beschwerdemanagement, dass wir da vielleicht den, was jetzt hier ein eigener Haushaltstitel geworden ist, dass das nochmal auch ein eigener Haushaltstitel wird, aber dass es etwas anders an einer anderen Stelle angedockt wird. Da muss ich einfach gleich nochmal mit Marie sprechen. Wenn, das ist jetzt ja hier für Donnerstag. Ne? Das muss nicht heute um 12 oder um 14 Uhr eingehen. Also ich würde die gerne Mittwochmorgen einreichen. Ja, klar, das kriegen wir heute durch. Weil wir sind halt nur noch im Gespräch darüber. Okay. Ansonsten kein weiterer Redebedarf mit dieser Einschränkung von Frank, dass er da nochmal eventuell die Kapitelnummer
ändert bei dem Beschwerdemanagement. Gibt es Widerspruch oder Enthaltungen beim Einzelplan 03? Ist nicht der Fall, dann haben wir auch diese Änderungsanträge so beschlossen. Wunderbar. So, dann sind wir beim Bereich von Monika, das Einzelplan 05. Weiß nicht, möchtest du dazu was sagen? Genau, Johannes, bitteschön. Ja, sage ich kurz was zu den, zu den einzelnen Anträgen. Das sind zum Teil welche, die wir zum vergangenen Haushalt schon gestellt haben. Manche sind neu. Zu dem Bereich freie Lernmaterialien sage ich zum Schluss was. Da wollte ich nämlich noch was zu bedenken geben. Zu den anderen erste 96 Lehrerstellen zur Stärkung des Bedarfsfelds Datenschutz. Wir haben zurzeit einen laufenden Antrag, wo wir uns dafür einsetzen, dass auch in Zukunft an einzelnen Schulen Lehrer zu Datenschutzbeauftragten ernannt werden können. Bislang geht das nur pro Schulamt. Das ist dann aber sehr knapp bemessen, zumal die auch keine nennenswerte Unterrichtsentlastung kommen, und haben jetzt gefordert, dass jede weiterführende Schule größerer Art, also die Hauptschulen sind da nicht dabei, das Recht bekommen soll, so einen Datenschutzbeauftragten zu ernennen und der mit 3 Unterrichtsstunden entlastet wird. So kommen die Zahlen zustande. Dann meinen wir, dass die kommunalen Integrationszentren, die zurzeit Großes zu leisten haben, um die neu hinzukommenden Kinder und Jugendlichen an Schulen, also denen Schulplätze zu organisieren, dass die jeweils eine Lehrerstelle mehr benötigen, um in ihrer pädagogischen Kompetenz gestärkt zu werden. Das wäre dann analog zu den Stellenerhöhungen, die aus der Ergänzungsvorlage sind, auch mit einem kann wegfallen zum 1.8.19 verbunden. Dann haben wir wie im letzten Jahr nochmal die Erhöhung der Landesförderung für den offenen Ganztag um 100 Euro vorgeschlagen. Die Landesregierung hat sich zwar mit den Kommunalen darauf verständigt, die Förderung für den offenen Ganztag in kleinen Stufen jetzt laufend zu erhöhen. Das ist ganz nett, aber wir waren auch letztes Mal schon der Ansicht, dass der Sockel zu klein ist, also die Träger da zu wenig Spielräume haben, um ordentliche Arbeitsbedingungen zu bieten und vernünftige pädagogische Arbeit zu machen. Dann was Neues ist die Erhöhung der Anrechnungsstunden für Grundschulen. Anrechnungsstunden stehen Schulen zur Verfügung, je nach der Anzahl von Lehrer, die dort beschäftigt sind, um Aufgaben, die über den Unterricht hinaus gehen, zu bewältigen. Die Grundschulen sind da historisch sehr schlecht ausgestattet. Die haben bislang nur 0,2 Stunden pro Lehrerstelle. Andere weiterführenden Schulen haben zwischen 0,5 und 1,2 Stellen pro Stunden pro Lehrerstelle und schlagen jetzt vor, das schrittweise zu erhöhen. Wir hatten dazu eine kleine Anfrage gestellt und die Antwort der Landesregierung, warum das so ist und ob man das so weitermachen soll mit den 0,2 Stunden pro Lehrerstellen, war sehr unzufriedenstellend. Bleibt noch der Bereich OER, Lernmedien unter freier Lizenz. Da stehen 2 Anträge drin im Katalog. Die sind meiner Meinung nach durchaus beide zu stellen. Man sollte aber berücksichtigen, dass die, sagen wir mal, sich politisch sehr verschieden positionieren. Der neue ist, wir nehmen an, was die KMK und die Landesregierung für eine Position bezogen hat zu dem Thema, nämlich sie sagen, sie finden das im Grunde gut. Sie sehen aber in OER allenfalls etwas, um ergänzendes Material sinnvoll, einfach, rechtssicher an den Schulen zur Verwendung zu bringen. Eine
wirkliche Finanzierung durch das Land oder allgemein durch öffentliches Geld wollen sie nicht. Und dann würden wir einfach sagen, okay, das ist eure Position, finden wir gut, aber ihr hattet euch immerhin in der KMK mit den anderen Ländern darauf verabredet, dass ihr etwas tun wollt, um die Kenntnis zu OER zu verbessern und auch Leuchtturmprojekte oder besonders gelungene Exemplare bekannt zu machen und sagen, dann macht doch bitte wenigstens da noch mal eine Veranstaltung für mit einer Preisverleihung. Und zwar würde das entsprechen einer Veranstaltung, die aus Mitteln des Bundes für die Bundesrepublik im nächsten Jahr durchgeführt wird, macht das doch bitte auch hier im Land. Verbunden damit, dass sie sich auch einsetzen sollen, dass der Medienpass NRW bekannter gemacht wird, der offensichtlich von den Fachleuten für gut empfunden wird und da wir einstweilen noch keine ausreichend verpflichtende Integration von Medienbildung in die Curricula haben, ist das ein Werkzeug, das man zumindest übergangsweise auch unterstützen kann und sagen, hier Problem ist im Moment weniger, dass da nichts ist und dass die Schulen da nichts tun könnten, sondern scheint vor allem so zu sein, dass sie das Bestehende nicht kennen, macht was, um es bekannter zu machen. Der alte Antrag Innovationsfonds Freie Bildungsmedien, den wir im letzten Jahr gestellt haben, ohne Resonanz, der nimmt eine andere Position an, der sagt, klar, wir sind aber der Meinung, dass das Geld des Landes sehr gut angelegt wäre, OER direkt zu finanzieren, die dann auch Schulbücher ersetzen sollen. Ich meine, man kann das beides stellen, allein pragmatisch begründet, weil selbst wenn das Land jetzt anfinge, direkt zu finanzieren, wären die Materialien ja gar nicht so schnell vorhanden. Das würde sicherlich 2 Jahre dauern, bis da die ersten Sachen begutachtet sind und an die Schulen kommen können. Außerdem würden auch solche Materialien ergänzendes Material, das auch von Lehrern selbst und einer OER-Graswurzelbewegung, die wir ja nicht schlecht finden können, produziert wird, weswegen das, was in dem neuen Antrag gefordert ist, so oder so auch seine Berechtigung hat. Aber wenn jemand sagt, nee, man sollte sich lieber für das eine oder andere entscheiden, dann könnte ich das durchaus auch nachvollziehen. Das ist eher im Stapel der erste zum Titel 686/61 über das bescheidene Volumen von, also eine Erhöhung um 350.000 Euro. Das andere ist der zu einem neuen Kapitel Innovationsfonds Freie Bildungsmedien. Der ist, glaube ich, der letzte zu dem Einzelplan, wo es um 4,5 Millionen dieses Jahr und eine Verpflichtungsermächtigung von derselben Summe fürs nächste Jahr geht. Ja, Dankeschön, Johannes. Fragen dazu? Ich hier im Rund nicht nur Frank. Ich hätte noch gewusst, ob da in dem einen Änderungsantrag auch darauf hin oder mit dagegen gearbeitet wird, den Unterrichtsausfall auch zu mindern. Haben wir da, ist da was mit vorgesehen? Ist das damit abgedeckt? Nein. Unterrichtsausfall, um den strukturellen Unterrichtsausfall theoretisch zu beseitigen, müssten wir auf einen Schlag knapp 4.000 Lehrerstellen fordern. Aber es gibt jetzt 5.000 noch von anderswo her. Das wird auch irgendwann schwer darstellbar, wo die Lehrer denn dann alle herkommen sollen. Ich meine, man kann natürlich auch mit dem Haushaltsänderungsantrag darauf hinweisen, wie groß hier die Unterversorgung ist. Dann wären wir bei, wenn man 50.000 Euro pro Lehrerstelle fürs Jahr annimmt, nochmal bei einem richtig schönen Betrag. Für die Info dann Frank. Ja, ich denke schon, dass man beide Anträge stellen kann.
So, und ich habe nur eine Frage zu dem zweiten, also zu dem der konkreten Förderung, und zwar was die letzten beiden Absätze in der Begründung angeht. Also einmal, die frei werdenden Mittel können dann für Investitionen in IT-Ausstattung von Schulen eingesetzt werden. Ich weiß, warum gibt es da diese Verknüpfung? Die ist doch gar nicht notwendig, denke ich mal. Im Satz vorher steht halt, durch den Einsatz dieser freien Lehrmittel können Schulträger unter Umständen ihre Aufwendungen in Lernmittel reduzieren. Das ist doch ein Effekt eigentlich von OER, wenn jetzt halt das Land zentral praktisch die Erstellung von OER bezahlt, finanziert, dass an anderer Stelle ein Ersparnis eintritt. Das ist auch ein bisschen eine Umverteilung. Und das schreibst du jetzt so unter Umständen. Eigentlich wäre es ja das Ziel, wobei insgesamt glaube ich, dass man fast auf beide Sätze verzichten könnte, vor allen Dingen auf den letzten, weil ich finde diese, oder vielleicht erklär nochmal, warum diese direkte Verknüpfung mit der IT-Ausstattung da drin steht. Also es ist eben keine direkte Verknüpfung, weil man die von dieser Stelle aus nicht machen kann. Es ist allein Sache des Schulträgers, wie er möglicherweise frei werdende Mittel einsetzt. Und es sind auch nur möglicherweise frei werdende Mittel, weil es letztlich die Schulen entscheiden, welche Lernmittel sie im Unterricht einsetzen. Und solange die Regeln so sind, wie sie sind, wären die Schulen frei zu sagen, wir nehmen dieses Material, was den Schulträger entlastet, oder wir bleiben lieber bei den bewährten Schulbüchern. Deswegen, es gibt da keine direkte kausale Wirkung auf die Kostenentwicklung. Deswegen, ja, kann man auch einfach komplett streichen, die Passage. Es ist ja eh bekannt, dass wir das hin und wieder mal gesagt haben, man könnte das Geld für Schulbücher auch mal anders verwenden. Aber es ist eben nichts, was wir hier im Land regeln können. Ja, ich weiß nicht, gerne noch andere Meinungen dazu. Also ich finde es halt irritierend, und wenn es aus irgendwelchen Gründen drin bleiben soll, dann würde ich auf jeden Fall darum bitten, dieses unter Umständen in den zweiten Satz reinzunehmen, nämlich, dass die frei werdenden Mittel unter Umständen für Investitionen oder möglicherweise oder irgendwie sowas. Aber wenn du auch mit dem Streichen einverstanden wärst, fände ich das an der Stelle sinnvoll. Vielleicht wäre es sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass die frei werdenden Mittel dann für dringend benötigte Investitionen in Schulen genutzt werden können von den Kommunen. Dass das nicht verpflichtend ist, sondern dass das gemacht werden kann. Na, das wäre vielleicht ein Weg, den man da gehen kann. Selbstverständlich entscheidet jede einzelne Schule, die Kommunen zahlen dann. Und an der Stelle stirbt das schon mit, es entschädigt jede einzelne Schule, weil dann sagt die Schule, ich hätte gerne goldgebundene Bibeln. Dann sagt die Kommune, ja, viel Spaß beim Finanzieren. An der Stelle hat sich was mit Eigenentscheidung der Lehrmittel. Das ist auch nicht grenzenlos möglich. Und OER arbeitet im Endeffekt darauf hinaus, alles oder möglichst viel zur Verfügung zu stellen, was halt offene Ressource ist, sagt ja der Name schon, und was dementsprechend dann nicht mehr unbedingt auf Totholz gedruckt werden muss und durch die Gegend getragen werden muss, sondern auch IT sein kann. Und selbstverständlich ergeben sich da Einspareffekte wie überall in unserer Gesellschaft. Es ist ja jetzt nicht mehr so, dass unsere Kommunikation nur noch per Briefpost stattfindet. Auch da haben sich erhebliche Einsparmöglichkeiten ergeben, und selbstverständlich werden die frei werdenden Mittel dann für sinnvolle andere Investitionen genutzt. Und das werden die Kommunen dann auch tun. Und dementsprechend sollte man reinschreiben, die eingesparten Mittel können dann von den Kommunen für dringend notwendige Investitionen in die Schulinfrastruktur genutzt werden. Ja, Johannes, kannst du da noch eine Einschätzung zu geben oder eine Empfehlung an die Fraktion, soll man es jetzt ändern und wenn ja, wie? Ja, ich mache einen Formulierungsvorschlag. Durch den Einsatz dieser freien Lernmittel können Schulen, dann noch irgendeine schicke Formulierung anstelle ihrer Aufwendung für Lernmittel reduzieren, da würde ich kurz drüber nachdenken. Und den zweiten Satz lassen wir dann einfach so und vielleicht das dann weg. Die frei werdenden Mittel können für Investitionen in die IT-Ausstattung von Schulen eingesetzt werden. Durch den Einsatz dieser freien Lernmittel können Schulen ihre Aufwendungen für Lernmittel reduzieren, aber über den
die zweite Hälfte des Satzes denke ich nochmal nach. Die frei werdenden Mittel können für Investitionen in die IT-Ausstattung von Schulen eingesetzt werden. An der Stelle, wir machen das so wie bei Franks Antrag, dass wir da sozusagen hier die Ermächtigung erteilen, da noch eine Begründung nachzuliefern und dann dementsprechend nachzuliefern. Das ist? Das ist Einzelplan 05. Das ist ein neuer Titel. Das ist ein neues Kapitel, Innovationsfonds, freie Bildungsmittel. Genau. So. Ja, ihr seid soweit klar. Dann würde ich sagen, haben wir hier keine weiteren Nachfragen und wir verfahren wie schon gehabt. Wer ist gegen diese Anträge bzw. möchte sich enthalten? Ist niemand. Dann haben wir auch den Einzelplan oder die Änderungsanträge zu Einzelplan 05 einstimmig beschlossen. Wunderbar. Und dann kommen wir auch schon zum Einzelplan 07. Das ist die Baustelle von Daniel und Lukas. Lukas sehe ich nicht, von daher würde ich vorschlagen, dass vielleicht Daniel kurz die wesentlichen Sachen vorstellt. Ja, zu den mache ich gerne. Zu den Kulturanträgen kann ich natürlich. Frank hatte ich nicht gesehen in der Übersicht. Du hast auch noch Anträge, aber kannst du dann gegebenenfalls ergänzen, wenn du. Okay. Zu denen kann ich nichts sagen. Ich konzentriere mich auf den Kinder- und Jugendförderplan. Hier ist es so, den Antrag haben wir in ähnlicher Form bereits in den vergangenen Jahren gestellt, im Regelfall mit einem Volumen von 5 Millionen Euro, den Kinder- und Jugendförderplan zu erhöhen. Die Begründung da war im Groben die technische Bedingung, dass dieser Kinder- und Jugendförderplan nie ganz ausgeschöpft wird. Also im Optimalfall wird der zu 95% etwa ausgezahlt. Das ist auch seitens der Landesregierung als Optimum beschrieben. Also ein O-Ton-Staatssekretär ist tatsächlich, wenn da 95 Millionen ausgezahlt wurden, dann ist das schon das Optimum und kaum mehr zu verbessern. Wir wollen das ändern, wollen im Prinzip das Budget sozusagen erhöhen, damit tatsächlich die 100 Millionen an die Kinder und Jugendlichen gehen können. Der zweite Ansatz, und deswegen sind es jetzt 7 Millionen Euro, sind das natürlich in diesem Bereich auch zusätzliche Anforderungen auf uns zukommen, was eben Flüchtlingskinder angeht. So gehen nicht nur wir davon aus, sondern auch verschiedene Organisationen, die in der Jugendhilfe eben tätig sind, dass die zu uns kommenden Flüchtlinge eben besondere Herausforderungen in der Jugendhilfe dann auch darstellen, besondere Projektbedarfe und so weiter da sind. Und dem wollen wir hier letzten Endes Rechnung tragen und diesen Posten um 7 Millionen erhöhen. Okay, danke schön. Ich könnte sonst, glaube ich, was sagen, wenn niemand sich noch... Kulturanträge kommen halt von Lukas und L. Und ich glaube, das Konzept, was da letztlich dahinter steht, ist, dass wir so ein bisschen nach dem Vorbild, wie das, glaube ich, auch die italienische Regierung oder wie es jetzt Forderungen in Italien gibt, im Anbetracht jetzt auch der Terroranschläge von Paris und so weiter, dass wir jetzt nicht nur Geld irgendwie jetzt für Überwachung oder Sicherheit ausgeben, sondern halt auch wirklich mehr Geld jetzt für, sagen wir mal, für unsere Kultur oder für unsere Kultur, die letztlich natürlich irgendwie auch Ausdruck etwas unserer Werte sind und so weiter, dass wir das dann halt auch mehr in den Vordergrund rücken und dementsprechend dann an auch, sagen wir mal, positive Ausgaben als Reaktion auf die Anschläge von Paris tätigen. Das ist, glaube ich, die Idee, die dahinter steckt. Ja, danke schön. Und dann noch die übrigen Anträge von Frank und Marie, die den Bereich politische Bildung im Zusammenhang da Beratungsleistungen, Salafismus, Rechtsextremismus stehen. Weiß nicht, willst du es nochmal erläutern? Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Ja, weil Toso eben eine Anmerkung hatte, kurz dazu, also erstmal, warum wir uns jetzt darum kümmern, weil das ist ja jedes Jahr aufs Neue eine Geschichte, wo wir eigentlich denken, das müsste 03 sein, Einzelplan, aber ist halt in diesem Einzelplan 07 drin, Thema Beratungsleistung gegen Extremismus. Punkt 1, für diesen Haushalt hat die Landesregierung das gesplittet, jetzt hat Rechtsextremismus, Rassismus ist eigenständig und Salafismus ist ein eigener Titel. Rechtsextremismus kam eben der Punkt, dass Rot-Grün einen eigenen Änderungsantrag schon gemacht hat zum ursprünglichen Haushaltsansatz und die Summe
auch erheblich aufgestockt hat zum Beratungsleistungen gegen Rechtsextremismus. Wir haben das nochmal aufgestockt jetzt, weil das einfach notwendig ist. Und wir haben vor allen Dingen auch die Verpflichtungsermächtigungen erhöht, um das Ganze längerfristig anzusetzen, um auch die Planungssicherheit für die Gruppen, die damit gefördert werden. Vor allen Dingen, es steht ja auch im Text, dass wir die zivilgesellschaftlichen Gruppen halt fördern wollen und dass die halt längerfristig planen können. Deswegen sollen die Verpflichtungsermächtigungen ebenfalls erhöht werden. Das ist der Punkt Rechtsextremismus. Und dann halt der andere Salafismus, ich habe eben gesagt, ist jetzt getrennt worden. Und ich kann es nicht nachvollziehen. Sie haben tatsächlich einen Betrag von 200.000 Euro bereitgestellt für Beratungsleistungen gegen verfassungsfeindlichen Salafismus. Und da denken wir, das ist doch ein, können wir ein bisschen was drauflegen. Und das haben wir dann mit 800.000 auf 1 Million erhöht. Ich glaube, das ist auch noch ja, überschaubar, aber notwendig. Und das sind diese beiden Anträge in dem Einzelplan. Ja, dann danke für die Vorstellung. Nochmal einen Blick in die... Bitte? Lukas, achso, der ist... Ja, da ist er. Ja. Lukas, gerade frisch eingetroffen. Wir sind gerade in deinem Einzelplan bei den Anträgen... von dir und L zur Kultur. Da hat David jetzt zwar schon ein paar Worte verloren, aber um sicher zu gehen, dass da nichts verloren geht an Begründung, möchtest du dazu noch was sagen, ausführen? Du musst nicht. Ich glaube, wir sind hier positiv, in einer positiven Grundstimmung gerade, was die Träger angeht. L wusste nicht, dass du von Lukas kommst. Was ist mit passiert? Was habt ihr denn dazu jetzt? Ja. Verrissen. Kultur ist total wichtig. Kultur ja. ist wichtig, Schlüssel Komm. Zur Integration, Sprache, Gut. und italienisches Vorbild. Gibt es da und, sonst noch Fragen? Ja, die hat ja keiner gehört. Und deswegen verdoppeln wir den Kulturhaushalt. Wahnsinn. Ja, gibt es da Rückfragen an die Beteiligten? Sehe ich nicht. Dann würde ich dann direkt zur Tat schreiten und fragen, wer mit diesen, mit den, alles zusammen. Wer mit, wer damit nicht einverstanden ist, beziehungsweise wer sich bei den Änderungsanträgen enthalten möchte, sehe ich nicht. Dann haben wir den Einzelplan 07 so beschlossen mit den genannten Änderungsanträgen. Und dann kommen wir auch schon zu Einzelplan 09. Da ist natürlich der Oliver gefragt. Bitte schön. Ich könnte jetzt auch auf meine Rede verweisen. So wie auf den Freitag, an dem wir das alles hier in einer Sonderfraktionssitzung, oder was war das, Haushaltsklausur besprochen haben. Ja, mir fällt auf, dass es nicht eigentlich gar nicht die Version ist, die ich eigentlich haben wollte, wo nochmal gestaffelt ist, die Verpflichtungsermächtigung. Das ist aber, glaube ich, auch an der Stelle nicht so tragisch. Also wir wollten das eigentlich sozusagen dynamischer haben, die Verpflichtungsermächtigung. Ist aber okay. Wir haben beschränken uns bei diesem Haushalt auf die Sache mit dem Sozialticket. Wir könnten natürlich sagen, wir möchten gerne sehr viel mehr für die Infrastruktur haben. Wir möchten eine andere Priorisierung in Richtung ÖPNV und Nahmobilität. Aber wir nehmen jetzt das, wir kritisieren das nicht als als Änderungsantrag, sondern einfach so. Und die der Änderungsantrag ist deshalb, weil es eine sehr konkrete Sache ist, wo die Landesregierung zwar festgestellt hat, dass sie 40 Millionen braucht, hat aber den Zuwachs von 10 Millionen, von 30 auf 40, daran gekoppelt, dass Asylbewerber dieses bekommen sollen, die allerdings gar nicht berechtigt sind, zum großen Teil dieses zu kriegen. Sehr komisch. Wir haben aber zudem einen Aufwachs beim Sozialticket, also wenn weiterhin weitere Kommunen das einführen, wenn es weiterhin entsprechend zunehmend wahrgenommen wird, dann reichen auch die 50 Millionen nicht aus, auch wenn diese Asylbewerber nicht dieses Sozialticket erhalten, was aber fest als Verpflichtung für diese 10 Millionen drinsteht. Deshalb haben wir es aufgestockt auf 50 Millionen, damit es auf jeden Fall passt, das ganze Ding Sinn macht. Und damit es noch mehr Sinn macht, muss man es verstetigen und deshalb die Verpflichtungsermächtigung.
damit es nicht, sozusagen nicht eine Sache ist, die nur so lange hält, bis die Legislaturperiode zu Ende ist. Das macht vor allem deshalb Sinn, um die Landesregierung und den Minister darauf zu drängen, eine entsprechende Aussage zu machen, die noch nicht öffentlich getätigt wurde. Ist natürlich erstmal, wenn man drauf guckt, eine konsumtative Ausgabe, die auch nicht übrigens zwangsläufig im Verkehrshaushalt sein muss, aber das ist eigentlich egal, ob es aus dem Verkehrshaushalt kommt und dort die 30 oder 40 oder 50 Millionen eingestellt sind oder aus dem Sozialhaushalt. Fließt aber natürlich in den ÖPNV, den wir ansonsten natürlich in anderer Weise fördern wollen würden. In diesem Fall hat es den Vorteil, dass das Sozialticket sozusagen nicht von den ÖPNV-Nutzern, sondern von allen Menschen mitfinanziert wird. Auch von denjenigen, die nicht ein Ticket beim ÖPNV kaufen. Gibt es ansonsten noch Fragen dazu? Dankeschön, Oliver. Ja, also für den Verkehrshaushalt ja äußerst sparsame 300 Millionen quasi. Die Verpflichtungsermächtigung. Also das ist ja für ein Investitionsetat geschenkt quasi. Das mit den Flüchtlingen ist natürlich in der Tat interessant. Wahrscheinlich würde die Landesregierung auch noch Arabischkurse flächendeckend einführen mit der Begründung, wir haben jetzt Flüchtlinge oder so, keine Ahnung. Frank hatte sich, du hast dich gemeldet, sonst noch Meldungen? Nur eine ganz kurze Rückfrage zu den Verpflichtungsermächtigungen bis 2022. Das heißt, du rechnest also mit dem Fahrscheinlösen ÖPNV nicht vorher. Du glaubst, dass wir noch mindestens eine ganze Legislatur brauchen dafür? Wir wollen ja erstmal ein Modellprojekt haben. Okay. Ich rechne damit, dass wir das Modellprojekt dann, selbst wenn wir es 2016 einführen, es muss ja erstmal ein paar Jahre laufen. Okay. Insofern passt das. Aber es ist eine sehr gute Frage. Ja, sonst kein Redebedarf. Dann Dankeschön für diese Anträge. Wer möchte dem nicht zustimmen oder sich enthalten? Sehe ich nicht. Dann haben wir den Einzelplan 09, die Änderungsanträge, so beschlossen, einstimmig. Und wir kommen zum Einzelplan 11. Simon. Ja, das, was ich in der Rede gesagt habe, der Integrationshaushalt hinkt den aktuellen Geschehnissen bei Weitem hinterher. Sie haben es gewagt, selbst im August, als der Haushalt eingebracht wurde, zunächst erstmal den Haushalt sogar um ein paar hunderttausend Euro zu reduzieren und das in diesen Zeiten. Was jetzt im November noch nachgeschoben wurde, war eine Gesamterhöhung um 20 Millionen. Wir haben aber eine Steigerung der Flüchtlingszahlen von über 300% und dem müssen wir auch haushalterisch gerecht werden. Deshalb fordern wir eine komplett neue Titelgruppe mit 100 Millionen Euro, die sich spezialisiert wirklich auf die Frühintegration, auf den kostenlosen Spracherwerb für alle und vor allem auch, was immer wieder vergessen wird, die mit Aufnahmebereitschaft der Mitnahmegesellschaft, die Integration, Kollege Dr. Stamm war gerade da. Er hat dich sprechen gehört, ist wahrscheinlich angezogen worden. Die Aufnahmegesellschaft eben entsprechend mitzunehmen und in die Integrationsbemühungen einzubeziehen. Gibt es dazu Fragen? Ja, das ist schon witzig, wir lassen noch mal ein bisschen Gedenkzeit verstreichen, weil Frank hatte auch noch einen Änderungsantrag und dann können wir das gleich gemeinsam machen. Erstmal Frank und dann danach die Fragen. Nee, ich bin immer gegen diese Prozentzahlen, die Minister Jäger immer sagt, wie viel sich die Flüchtlingszahlen gesteigert haben von Jahr zu Jahr. In dem Fall finde ich es aber sehr angemessen als Begründung. Und auch alles super, was da drin steht. Nein, alles super, was da drin steht. Sehr ausführlich begründet. Das war's? Ja? Okay. Dann waren das die beiden Änderungsanträge zu Einzelplan 11. Ja. Redebedarf auch noch zu Simones. Zum eigenen vielleicht. Ihr das wollt ihr doch gerade vorstellen. Gut, sehe ich nicht. Dann können wir da auch das
Ding zumachen und fragen, wer ist damit nicht einverstanden oder möchte sich enthalten bei diesen Änderungsanträgen. Nicht der Fall, sind auch die beschlossen. Dann kommen wir jetzt zum zumindest zahlenmäßig, summenmäßig heftigsten Änderungsantrag aus dem Einzelplan 14. Joachim, ist Lukas. Guten Tag. Es geht darum, wir hätten gerne Glasfaser und zwar flächendeckend. Und zwar so richtig. Und da gab es ja die sogenannte MIKUS-Studie, die hat da mehrere Szenarien durchgerechnet, was das alles denn so kosten würde. Und das Teuerste, was die MIKUS-Studie halt eben dann berechnet hat, war halt auch eben Glasfaser to the home quasi flächendeckend NRW. Dann, und die Summe bilden wir hiermit ab. Ich denke, wenn wir mit unserer Forderung es ernst meinen, Gigabit-Gesellschaft, dann brauchen wir Glasfaser. Entsprechend müssen wir Geld in die Hand nehmen und ganz viele Lichtwellenleiter in die Erde verbuddeln. Super, Licht unter die Erde. Wer möchte das nicht? Ja, bitte. Mit der Argumentation kriegt man aber wieder. Ja, ich denke, das wichtige Anliegen in dem Bereich. Und da sollten wir tatsächlich mal ein bisschen mehr Druck auf die Landesregierung machen. Redebedarf haben wir dazu, glaube ich, nicht großartig. Ne? Dann auch hier direkt zur Ergebnissicherung. Wer ist gegen diesen Antrag oder möchte sich enthalten? Sehe ich nicht. Dann haben wir einstimmig beschlossen, dass wir in den Ausbau einer Gigabit-Netzinfrastruktur 860 Millionen Euro investieren wollen. Herzlichen Glückwunsch. 8,6 Milliarden. Und jetzt auf der Zielgerade kommen wir zum Einzelplan 15. Und da sind wir nochmal bei... Achso, nee, sind wir nicht. Daniel ist nicht da. Dann hat nochmal David eine Chance, einen Einsatz zu geben und nur kurz den Antrag näher zu bringen. Ich gebe einfach mal wieder, was wir da irgendwie in der Haushaltsklausur drüber gesprochen haben. Also ich bin da fachlich halt auch wirklich alles andere als drin. Aber es geht, der Titel ist zwar, dass es halt letztlich darum geht, halt, dass diese Mittel verwendet werden sollen für diese kurzfristigen Anlagegüter im Bereich der digitalen Infrastruktur für Krankenhäuser. Aber es scheint wohl zu sein, dass man eigentlich diese Gelder dann verwendet, um mehr jetzt für das Personal im Bereich der Krankenhauspflege das irgendwie da zu verwenden, dass die das Geld dann bekommen. Das ist irgendwie, glaube ich, eine Bund-Länder-Sache, wer was irgendwie fördern darf und so weiter. Und deswegen gehen wir jetzt über diesen Titel, was aber de facto dann, glaube ich, beim Krankenhauspflegepersonal ankommen soll. Das ist nicht gesehen, Toso, dann Frank, Uli. Ja, der gesundheitspolitische Glatzkopf ist ja gerade raus. Soweit ich das im Ausschuss jetzt mehrfach mitbekommen habe und auch von den Informationen, die uns von Krankenhäusern und von Pflegern dort erreichen, ist es halt so, dass diverse Gelder, die eigentlich für Investitionen gedacht sind, eben nicht für Investitionen genutzt werden, sondern für den Personalbereich, manchmal umgekehrt. Es ist da ein nicht ganz optimaler Finanzierungsablauf. Dem Daniel liegen da noch ganz andere Dinge vor. Es ist da halt wirklich viel zu tun und vor allen Dingen das Geld in die Hand zu nehmen, gerade um den Pflegebereich zu entlasten. Und auch das ist wieder eine Investition in unsere Zukunft, weil diese Gesellschaft wird halt individuell immer älter. Danke. Ja, also dann waren noch Frank und Oliver, ne, glaube ich. Ich gebe zu, dass ich mich nicht lange mit dem Antrag bisher beschäftigt habe. Vorab. Investitionen in Pflege ja, 100%, 1000% ja. Den Weg verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ist das nicht eher ein politischer Antrag, wenn Gelder im Krankenhausbereich, ich sage jetzt mal, zweckentfremdet wären, die also für Personal wären, die für. Ist egal, ja, die in welche Richtung. Genau.
Ja, ist das nicht eher ein politischer Antrag? Ich finde, in der, was ich von der Krankenhausfinanzierung mitbekomme, wir haben sehr viel Privatisierung. Wir haben sehr viel private Kliniken, denen es Gold geht, die Ausschüttungen machen und so weiter. In dem Bereich jetzt so eine hohe Förderung reinzustecken, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie ein bisschen Kopfschmerzen, aber ich habe ja schon zugegeben, dass ich mich da nicht so richtig auskenne. Und vielleicht gibt es noch eine genauere Erklärung. Oliver, dann hat sich Tosen noch. Wir haben dann ja schon bei den Haushaltsklausur länger drüber gesprochen. Und man hat es mir zwar erklären können, man hat es mir auch erklären können, dass wir einen Antrag gestellt haben, wo im Grunde schon klar ist, dass wir dann irgendwann diese halbe Milliarde ja auch fordern müssen. Das war aber bei der Haushaltsklausur meiner Meinung nach das Endergebnis, warum denn der Haushaltsantrag kommen muss. Der von der Erklärung her zwar mir gegenüber in Ordnung ist, aber natürlich nach außen nicht so besonders toll ist. Da es sich tatsächlich um eine halbe Milliarde handelt, nicht um mal eben 10 Millionen oder 2 Millionen oder sonst was, wo man auch durchaus mal eine kompliziertere Erklärung haben darf, da es sich um eine halbe Milliarde handelt, hätte ich hier an dieser Stelle gerne so eine Einsatzerklärung, eine Erklärung in einem Satz, die verdeutlicht, warum wir denn jetzt unbedingt diese eine Milliarde fordern müssen, damit man es gut, ich gehe zwar nicht davon aus, dass wir übermäßig viel über unseren Haushalt nach außen bringen können, aber damit die Chance besteht, es gut nach außen rüberzubringen, warum denn ausgerechnet diese halbe Milliarde? Ich glaube, mir selbst wurde es schon erklärt, aber ich kann das jetzt nicht zusammenfassen. Bin eher so in dem Zustand, okay, ich glaube, möglicherweise, ich habe es verstanden. Gut, ich möchte gerne diesen flachwilligen Kreisplatz, und ich rede deshalb so lange, damit sich der Daniel da zu ein bisschen orientieren kann und jetzt gleich was dazu sagen kann. Ah, das schafft der Daniel ja in Sekundenschnelle. Und du bist damit einverstanden, dass ich jetzt erstmal dir die Chance gebe, diese Einsatzbegründung für diesen Antrag vielleicht zu liefern, und dann können wir ja darauf aufbauen, wenn noch Fragen sind, dann weiter diskutieren. Bitte schön. Ja, ob ich das in einem Satz hinkriege, ist tatsächlich schwierig und fraglich, weil das einfach ein in der Tat komplexes Thema ist. Also ein Satz wäre vielleicht, das begründet den Antrag aber nicht sachlich, aber zumindest für uns als Fraktion, wir haben einen entsprechenden politischen Antrag gestellt, der genau das vorsieht. Wenn wir natürlich das mit Zahlen nicht hinterlegen, ist das, sagen wir mal, machbar, aber vielleicht nicht optimal. Ich fange an einer anderen Stelle an. Ich habe jetzt den Anfang deines Wortbeitrags nicht mitbekommen, aber ich habe ja zumindest rausgehört, ihr habt ja hier auch über den Antrag schon diskutiert. Und die auch da diskutierte oder vorgeschlagene Verfahrensweise, dass wir jetzt erstmal den Beratungsgang unseres Antrags abwarten, um dann gegebenenfalls für die Haushaltsberatung 2017 mit einem entsprechenden Haushaltsänderungsantrag an die Sache rangehen können. Ich halte das zwar nicht für den richtigen Weg, aber auch das wäre ein gangbarer Weg. Also das möchte ich einfach vorwegnehmen. Allerdings macht es einfach diese Forderung von 500 Millionen erstmal nicht irgendwie geringer. Vermutlich wird sich sogar aus den Anhörungen herauskommen, wenn zumindest unsere Informationen da richtig sind, die wir haben, dass die 500 Millionen Euro vielleicht sogar dann noch zu wenig sind am Ende. Ja? Und das ist, da müssen wir vielleicht sogar noch einen größeren Aufschlag dann im nächsten Jahr machen. Aber das stelle ich der Fraktion natürlich anheim, wenn wir da sagen, aus taktischen, politischen Gründen möchten wir den lieber 2017 erst einbringen, nach Abschluss der Beratung. Das kann man machen, das ist okay. So, jetzt einmal inhaltlich mit dem einen Satz. Also die Pflegekräfte oder die Pflegesituation ist nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern in ganz Deutschland tatsächlich am Boden. Ihr kennt diese ganzen Aktionen drumherum, die da stattfinden. Mit den Investitionskosten verbessere ich nicht direkt die Situation der Pflegekräfte. Ich kann aber eine Stelle, und das ist halt eben dann hier Sache des Landes Nordrhein-Westfalen, ich kann ein Loch in diesem Flickenteppich stopfen,
dieses Loch, wenn ich das Loch gestopft habe, führt es nämlich dazu, dass aus finanziellen oder Finanzmitteln, die letzten Endes für die Pflegekräfte direkt zur Verfügung stehen, dass da nicht Mittel abgezweigt werden, um eben Investitionskosten in den Krankenhäusern zu tätigen. Die Ministerin streitet hier vehement von Sitzung zu Sitzung irgendwie ab, dass das passieren würde. Also aus diesen Fallpauschalen, den DRG-Fallpauschalen, dass dort Gelder irgendwie zweckentfremdet werden. Es gibt Aussagen von Verantwortlichen in den entsprechenden Krankenhäusern, dass das passiert. Das ist also nicht von der Hand zu weisen. Wir hoffen natürlich, dass auch das in der Anhörung zu unserem Antrag dann auch nochmal ganz deutlich dargestellt wird. Dann sieht das für die Ministerin dann auch ein bisschen blöd tatsächlich aus. Ein weiterer Ansatzpunkt ist natürlich auch der, dass in den Krankenhäusern eben mit einer Erhöhung der Investitionskosten oder dieses Investitionskostenzuschusses eben auch die Bereiche, Sebastian hatte das in dem Antrag ja formuliert, die Bereiche digitale Infrastruktur, Datenschutz, digitale Vernetzung, Telemedizin, also ich sag mal so die piratigen Ansätze im Bereich der Krankenhauskosten dann eben auch optimiert und teilweise überhaupt erst ja wirklich sinnvoll auch eingeführt werden. Danke, Daniel. Dann jetzt die Wortmeldung von Toso. Genau. Dazu muss man halt sagen, dass das extrem, also in Deutschland ist es extrem reglementiert, wie du als Krankenhausbetreiber dein Geschäft zu betreiben hast. Allerdings ist das von politisch denkenden Menschen reglementiert und diverse Fachleute und Ministerien geben sich da größte Mühe. Und ähnlich wie bei Steuervermeidungsstrategien gibt es dann auf Seiten gerade der privaten Klinikbetreiber genauso viele Strategien nach Hase- und Igel-Spiel, wie man das Ganze wieder umgehen kann. Dementsprechend werden hier massiv Gelder, die eigentlich für Fallpauschalen gedacht sind, für andere Dinge genutzt. Und dementsprechend werden halt auch, um sich wirtschaftlich als hervorragendes Unternehmen darzustellen, Ausschüttungen getätigt, die aber einer nachhaltigen Bewirtschaftung überhaupt nicht entsprechen. Im Endeffekt ist das Gleiche, wie bei den Wasserwerken. Die sparen auf Grundlage der Substanz, um sich kurzfristig als volatiles, hervorragendes Unternehmen darzustellen. Das geht auf Kosten der medizinischen Versorgung, das geht extrem auf Kosten des Personals. Wenn du gerade mit Menschen sprichst, der privaten oder die bei privaten Klinikbetreibern angestellt sind, haben die Gelegenheit, irgendwo anders hin zu wechseln, dann tun die das. Was zur Folge hat, dass wir im Pflegebereich inzwischen, was haben wir da, jetzt Olaf leider nicht da, der hat das immer im Kopf aktuell, monatsaktuell, wir haben eine Verweildauer bei einer dreijährigen Ausbildung von, ich glaube, 2,5 Jahren im Beruf oder sowas. Dieser Druck auf die einzelnen Leute ist da enorm, weil dieses wirtschaftliche Konstrukt einfach nicht zu Ende gedacht ist an vielen Stellen. Und das ist unter anderem die politische Forderung, dass hier eine saubere Trennung gemacht wird. Hier wurden auch schon politische Fehler dazu gemacht. Da sind politische Rahmenbedingungen, sollten da nachträglich verändert werden, was auch für jemanden, der eine Investition tätigt, auch mehr eine übersichtliche Option ist. Von daher, da ist noch eine Menge Arbeit, die da liegt. Und das ist erst der Anfang. Und Daniel hat völlig recht, dabei wird es nicht bleiben. Ja, ein übler Verschiebebahnhof und ein Rieseninteressengeflecht. Wir haben es immer geahnt. Natürlich sind wir bei Pflege am Boden, sind wir an deren Seite. Jetzt, wenn ich das so richtig zusammenfasse, haben wir da eine schwierige Gemengelage. Unsere politische Stoßrichtung ist klar, die haben wir auch schon mit einem entsprechenden politischen Antrag deutlich gemacht und da warten wir auf das Ergebnis einer Anhörung, wo dann auch eventuell eine höhere Zahl rauskommt. Auf der anderen Seite haben wir jetzt hier einen Antrag, der mehr in die investive Richtung geht, natürlich auch piratisch mit Digitalstrategie, piratigen Inhalten, ganz klar. Wobei man natürlich dann auch sehen muss, dass das eventuell ein kommunikatives Problem der Darstellung beinhaltet und vor dem wir dann stehen, dass das auch draußen verstanden wird. Insofern, du hattest das ja selber angesprochen, Daniel, fände ich das tatsächlich
in der Situation nicht so verkehrt, so zu verfahren, wie du es dir nicht wünschst, aber zumindest gesagt hast, dass es für dich in Ordnung wäre, wenn wir an dieser Stelle noch nicht den Antrag bringen, sondern uns da abwarten, was die Experten in der Anhörung sagen und dann sozusagen auf Fundament, auf einem sachlichen Fundament dann mit ausgearbeiteten Zahlen dann beim nächsten Mal mit dem Antrag aufschlagen. Weil ich glaube, da sind wir uns ja einig, von der Stoßrichtung generell hat da niemand was von. Aber ich glaube auch dem HFA-Team, ich darf da jetzt mal, glaube ich, auch mit für Dietmar sprechen, der jetzt ja hier sich nicht an der Diskussion beteiligen kann, wäre das, glaube ich, auch eine Hilfe. Also wenn ich das jetzt in der Gesamtabwägung sehe, würde ich es jetzt nicht nahelegen, aber vielleicht freundlich darum bitten, ob wir das so machen können, wie in deiner B-Variante vorgeschlagen. Anders. Mikro. Ich habe drauf gedrückt, ich bin neu hier. Für mich ist das ein gangbarer Weg. Natürlich wäre für mich als gesundheitspolitischer Sprecher dieses Zeichen, das jetzt auch direkt in den Haushalt einzubringen, besser. Also das ist ja für uns alle so, ne, im eigenen Ressort. Aber aus Sicht der Fraktion kann ich das nachvollziehen. Wenn wir das so machen, verstehe ich das aber auch tatsächlich so, wenn sie aus der Anhörung irgendwie herausstellt, 500 Millionen sind völliger Mumpitz, wir brauchen eine Milliarde, dann habe ich, denke ich, auch die Rückendeckung der Fraktion zu sagen, alles klar, wir ändern unseren Antrag, den wir eingereicht haben, und bringen auch eine Verpflichtungs... Genau, wir machen jetzt hier eine fraktionsinterne Verpflichtungsermächtigung. Ich will das einfach nur sagen, wir brauchen da jetzt keinen Beschluss oder sowas herbeiführen. Aber das ist das Verständnis dieser Strategie. Wenn wir den Weg so gehen, dann ist das für mich in Ordnung. Sehr schön. Ja, dann frage ich nochmal ins Rund, gibt es gegen diese jetzt dann vorgeschlagene Vorgehensweise Einwände? Ja, Toso? Du vermittelst das dann aber auch den Interessengruppen. Also gerade der pflegerische Bereich ist da ja doch sehr hinterher. Ja klar, wie gesagt, an der Ausrichtung hat sich ja überhaupt nichts geändert. Es ist nur eine etwas abgewandelte strategische Vorgehensweise. Okay, dann haben wir das auch so vereinbart und sind dann immer noch ansehnlich über eine Milliarde, die wir hier an Änderungsanträgen einbringen. Also wir rudern jetzt ja hier in keinster Weise zurück. Ja, wunderbar. Dann waren das alle Änderungsanträge. Und dann sage ich herzlichen Glückwunsch der Fraktion und mache erstmal auf Anraten des PGFs eine 10-minütige Sitzungspause und dann wenden wir uns der übrigen Tagesordnung zu. Dankeschön. Genau. Danke nochmal ans HFA-Team. Ich glaube, das geht von uns allen. Ne? Nö, was ist denn? Wann hast du welche Mail geschrieben? Auch das ist jetzt gerade erst vernünftig oder halbwegs vernünftig. Beispiel, ich habe mich völlig zurückgehalten. Weil Arbeit und Soziales kriegen wir alles rein und können wir natürlich Haushaltsänderungsanträge machen. Wir haben 5 Uhr hoch oder so. Verzeihung. Darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Nein, Toso, betteln tue ich nicht. Lieber Frank, lieber Daniel, wenn ihr möchtet, machen wir eben weiter. Lieber Michel, auch da, wenn du nichts dagegen hast, würde ich ausnahmsweise
dann jetzt gerne die Sitzungsleitung abgeben an Michel. Viel Spaß. Ich gebe die Sitzungsleitung weiter an Nico. Ihr seid so witzig, weil ich so gut vorbereitet bin. Das ist ja nie unser Problem. Ja, hätte ich mein Pad holen sollen in der Zeit. Wenn du nichts dagegen hast, ich kann auch wieder übernehmen. Ich kann auch das Pad aufmachen und es tun. Ich habe extra das schon auf. Ja, dann wir sind bei Top 2 Anträge für das nächste Plenum. Entschließungsanträge NN. Genau. Ja, wenn du jetzt noch ein bisschen runterscrollst, kann ich weitermachen. Andersrum, wir gehen in die Anträge für das nächste Plenum. Oder du gehst in das Antragspad fürs nächste Plenum. Genau. Datenschutzkultur in Schulen verbessern. Nee, warum bist du jetzt bei Top 3? Ich wollte von hinten nach vorne gehen, wegen des Erklärungsbedarfs. Gehst von hinten nach vorne? Mhm. Okay. Dann. Was sagst du? Okay, Hauptsache wir haben Spaß. Der Grumpy meldet sich. Genau, zu dem Antrag Abschiebung in Verfolgung, Hunger, Kälte und Not stoppen. NRW muss die Abschiebung von Flüchtlingen in den Westbalkan über den Winter aussetzen. Das ist nur der Antrag, den wir beim letzten Mal geschoben haben auf das letzte Plenum im Dezember. Er war ja bereits positiv beschieden. Gibt es dazu noch Fragen, Kommentare, Anmerkungen, Frank? Ob der Punkt mit der Einzelabstimmung erklärt ist? Bis dato zeitlich noch nicht. Können wir noch machen? Ist ja nicht so das Thema. Michel? Wenn es keine weiteren Fragen, Anmerkungen, sonst was gibt, dann ja, da haben wir ja schon drüber abgestimmt, müssen wir nicht nochmal machen. Gehen wir rückwärts zu Top 2. Datenschutzkultur an Schulen verbessern, der Grumpy meldet sich wieder. In diesem Fall dient dies zukünftig einfach nur als Hinweis, dass dieser Antrag halt aus den Ausschüssen zurückkommt und dieses Mal im Plenum mit behandelt wird, damit wir, das ist nur eine Erfahrung, die sich gezeigt hat, dass wir dies ganz einfach am besten noch mit immer kurz in der Tagesordnung aufnehmen. Auswertung der Anhörung ist übrigens erst morgen, falls das irgendwen interessiert. Dann Top 1, kein Zwangseinbau von Smart Mietern, Wahlfreiheit, Datenschutz bei der Digitalisierung der Energiewende gewährleisten von Frank. Ich gehe davon aus, Frank möchte dazu kurz was sagen. Ja, auch Patrick, Schleswig-Holstein und so weiter. Es gab Diskussionen zu dem Antrag auch im Mumble am Freitag. Und kurze Überlegung, da irgendwas zu erweitern. Unseren Punkt zum Einsatz von Smart Mietern einzubauen. Ich habe mich jetzt auch nach Rücksprache hier mit einigen dagegen entschieden, den Antrag so zu lassen, wie er ist. Einige der Diskutanten am Freitag, oder ich glaube fast alle, hatten den Antrag bis dahin gar nicht gelesen. Insofern erläutere ich noch mal ganz kurz, worum es hier geht. Es geht nämlich nicht um die Position der Piratenpartei oder der Piratenfraktion, wie auch immer, zum Thema Smart Metering und wie die Energiewende am besten mit diesen Gerätchen und anderen Elementen halt zu bewerkstelligen ist, sondern es geht ganz konkret um einen Gesetzesentwurf der Bundesregierung, nämlich das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende, der ganz klar vorsieht, dass halt jeder Haushalt mit einem Stromverbrauch von 6.000 Kilowattstunden im Jahr mit einem Smart Meter perspektivisch ausgerüstet wird. Und das Gesetz hat eine Öffnungsklausel, auch Haushalte, die weniger verbrauchen, halt mit einem Smart Meter auszutauschen. Dagegen spricht sich dieser Antrag aus. Der möchte, weil er am 18. Dezember dieses Gesetz der Bundesregierung das erste Mal im Bundesrat besprochen wird, direkt unsere Position hier deutlich machen, dass wir hier ein ganz massives Datenschutzproblem sehen bei dieser verpflichteten Ausrüstung der einzelnen Wohnungen halt mit den Stromzählern. Und das ist der Sinn des Antrags und nicht die grundsätzliche Position der Piraten zum Thema Smart Meter. So. Punkt. Gut, dann habe ich mich auf die Liste gesetzt und dann darf der Grumpy. Ich werde tatsächlich gegen diesen Antrag stimmen.
Das weißt du schon, Frank. Ich möchte das kurz begründen. Erste Begründung ist, der wurde eingereicht als, hier ist mal ein Platzhalter, wir bauen da noch dran rum, schon mal für die Deadline am Freitag. Seitdem ist nicht rumgebaut worden. Also die Version, die ich habe, die letzte. Ich habe keine andere Mail dazu bekommen. Die letzte Version, die ich habe, stehen immer noch so halbe Sätze drin und sowas. Ja. Das stimmt. Also wenn ihr da inzwischen dran rumgebaut habt, wäre halt cool, wenn ich eine neuere Version hätte. Das ist die letzte, die neueste, die habe ich gerade aufgemacht hier. Da stehen immer noch so halbe Sätze. Sei es drum. Ist aber auch egal, weil ich habe ja noch andere inhaltliche Probleme damit. Erstens, natürlich hängt das mit der Energiewende zusammen. Natürlich ist es ein Datenschutzproblem, aber die Forderungen, die hier gestellt werden, sind sehr konkret. Meiner Meinung nach hätte es gereicht, wenn da steht, der Landtag beschließt, dass Smart Meter ein Datenschutzproblem sein können und dass man deswegen genau hingucken muss bei der Erstellung eines solchen Gesetzes. Stattdessen stehen hier sehr konkrete Forderungen drin. Zum Beispiel, ich nehme mal Punkt 2 raus, habe ich auch schon mit dir diskutiert, Frank, die Geschichte mit dem Einbau in Wohnungen. Zu sagen, ein Mieter hat das Recht, dass er einen Stromzähler, wenn er die Wohnung wechselt, dass der Stromzähler wieder zurückgebaut werden kann auf einen herkömmlichen Stromzähler, oder nein, nicht kann, muss auf einen herkömmlichen Stromzähler, wäre in der Praxis extremst hinderlich für einen Vermieter, der sich, was einfach in der Praxis passieren wird, ist, die Vermieter werden hingehen, werden sagen, da ist ein Smart Meter eingebaut und du unterschreibst mir jetzt, dass ich den nicht umbauen muss. Und damit ist an dem Problem selber überhaupt nichts gelöst. Ich sehe Probleme auf uns zukommen, so ähnlich wie bei den katholischen Grundschulen, wo die Eltern unterschreiben, mein Kind geht in Religionsunterricht, dann geht das Kind in die Schule, es sind 2 Tage in der Schule rum, sagt die Mutter, ich melde das Kind vom Religionsunterricht ab, Riesenstreit. Also so ähnlich, ne? Also ich unterschreibe, ich erkenne Smart Meter an, dann kommt irgendeiner und sagt, ja, Pech gehabt, ist überhaupt nicht bindend, diese Vereinbarung, jetzt will ich das Ding wieder ausgebaut haben. Ich sehe diese Smart Meter tatsächlich als einen Baustein in der Energiewende. Ich sehe auch Datenschutzprobleme, gar kein Problem. Aber diese ganz konkrete Forderung 2 zum Beispiel hier lehne ich eindeutig ab. Und ich sehe einfach ein Problem darin, dass dieser ganze Antrag in seiner Intonation meiner Meinung nach sehr technikskeptisch ist. Wir sollten nicht nur immer die Risiken sehen, sondern auch Chancen in so einen Antrag schreiben. Und das fehlt mir einfach. Grumpy, dann Nixus. Ich stelle zurück. Also ich habe hier Nixus Frank stehen. Ja, Versionsgeschichte, das können wir noch abstimmen. Ich weiß nicht, was du mit, wenn du irgendwas entdeckt hast, einen Rechtschreibfehler oder wo ein halber Satz ist, dann sag das bitte. Kann ich dir sagen, der einzige Absatz auf Seite 2, der VZPV weist darauf hin, ein Recht auf Zustimmung oder Ablehnung ist nicht vorgesehen, Punkt, Punkt, Punkt. Also das Ding... Einziger Absatz auf Seite 2. Ja, es gibt nur einen Absatz auf Seite 2 in meiner Drucksache hier, in meinem Word-Dokument. Also ich weiß nicht, was du da hast, dann klären wir das gleich. Also was du jetzt gerade meinst, diese Stelle, das ist, guck die Anführungsstriche, zwei Absätze vorher und 2 Absätze nachher, das ist insgesamt ein Zitat, das ist auch als solches angegeben, das können wir gerne einrücken als Block, dann wird das vielleicht ein bisschen deutlicher, aber das ist ein Zitat, was an der Stelle gekürzt ist. Das geht über 3 Absätze. Ich weiß nicht, wie du das bei dir ausgedruckt hast. Ich schicke dir gleich ein PDF, dann... Hey, tut mir leid, das ist... So. Okay, zu dem Punkt 2, den du angemerkt hast, hinten Beschlusspunkt 2, nochmal der Hinweis, es geht hier um einen konkreten Gesetzesentwurf der Bundesregierung, auf den Bezug genommen wird. Nicht um die Energiewende insgesamt oder solche Sachen, ob da Smart Meter sinnvoll sind. Es geht um den konkreten Gesetzesentwurf und da soll deutlich gemacht werden, dass beim Bezug einer Wohnung jemand das Recht haben soll, dass dieses Ding ausgetauscht wird. Wenn dieses angenommen wird, wenn dieses Recht dem Mieter zugestanden wird, dann muss es dafür Vorkehrungen geben, dann muss dieses ganze System so aufgebaut sein, dass das möglich ist. Punkt. Darum geht es. Das ist unsere Position. Wir wollen, dass dieses Recht, dass es möglich ist, für den Mieter so zu verfahren. Und dann muss das System Einsatz Smart Meter einfach aufgebaut werden, dass das so funktioniert. Fertig. Ja, nee, jetzt ist Nico dran. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Du warst dran, dann Frank, dann Nico.
Also vielleicht zu dem letzten, dass diese Vermieter, den Vermietereinwand verstehe ich jetzt sachlich nicht ganz. Tatsache ist, als Mieter einer Wohnung hat man in der Regel einen Mietvertrag und irgendwo in der Wohnung oder im Keller oder im Haus ist ein Schaltschrank, da ist ein Zähler drin und dafür ist eigentlich in der Regel bis zu irgendeiner Grenze der Netzbetreiber zuständig und der darf da auch Zähler tauschen, der darf das auch aus anderen Gründen tun, wenn die Eichung abgelaufen ist, wenn sonst irgendwas ist. Ich weiß jetzt nicht, welche konkrete Erfahrung da reinspielt. Ich sehe das Problem nicht, ich erkenne es nicht. Wenn man eine Möglichkeit hat, bei dem Anschlussvertrag mit dem Netzbetreiber darauf zu bestehen, dass man einen anderen Zähler bekommt, dann geht den Mieter, Vermieter das eigentlich nichts an. Jetzt mag es extrem komische Vermieter gegen, ich will nicht, dass da irgendeiner in den Keller geht, aber da ist kein Problem. Das dauert 10 Minuten, so ein Ding zu tauschen oder 5 oder 3 oder 4. So, dann verstehe ich das, den Einwand nicht. Das ist aber nur der Einwand. Ansonsten gilt, wir haben auch schon länger uns damit beschäftigt, Bianca und ich. Derzeit ist der Stand, wir brauchen eine intelligente Netze, vielleicht spielst du darauf an. Ich habe dir das auch selber in die Rede reingeschrieben, vielleicht als kurzes Zitat. Ich war bei einer Veranstaltung, eine Firma war, die Netze baute, die sagte, das Einstiegnetze sind derzeit so dumm, dass auf Verteilnetzebene, also nicht die großen Hochspannungsleitungen, dass der Netzbetreiber von einem Stromausfall, also einer Netzstörung, durch den Anruf eines Kunden erfährt. Das ist in der Tat extrem altertümlich, wenn man sich vorstellt, was man alles da einbauen könnte. Wir brauchen auf dieser Ebene sehr viel Technik, Sensorik, Steuerungstechnik, Regelbau, Ortsnetztrafos mit ganz viel Technik. Das meine ich oder meinte ich mit diesem Satz. Intelligente Netze, das ist wichtig für die Energiewende. Smart Meter gehören so erstmal erkennbar nicht dazu. Man kann in der Zukunft mit der Technik die Smart Meter auch bieten. Also es ist ja im Wesentlichen eine zeitgenaue Erfassung des Verbrauchsprofils und eine Anbindung ans Internet. Kann man jede Menge Dinge tun. Das kann man aber auch ganz anders tun. Also bitte? Das ist jetzt, das hat sich ja Data über Dings über Stromnetz war nicht so der Renner. So. Ist ja egal, die Dinger senden Daten. Und sie haben noch einen Rückkanal. Und man kann darüber auch über den Schaltschrank dann Eingriff in ganz viele Bereiche nehmen. Das sind dann Smart-Home-Konzepte, etc. All das steckt damit drin, aber all das ist nicht zwingend geknüpft an einen verpflichtenden Einbau von Smart-Mietern. Und für die Energiewende ist erstmal derzeit überhaupt keine Notwendigkeit, auf dieser Ebene die Daten zu erfassen oder auf dieser Ebene eingreifen zu können. Deshalb finde ich den Antrag sogar relativ sinnvoll, weil er einfach sagt, okay, wir haben da ein Problem und wir wollen Freiwilligkeit. Freiwillig kann man ja ganz viele Dinge tun. So. Derzeit finde ich diesen Antrag, so wie er gestellt ist, als jetzt spontan oder aktuellen Eingriff oder Versuch, das in das Gesetzgebungsverfahren einzugreifen, richtig, würde ihn unterstützen. Ich wäre dann gerne beteiligt auch an der Rede oder an der Einbringung oder an dem Folgeverfahren mit Bianca gemeinsam, weil es dazu aus energietechnischer Sicht oder energiepolitischer Sicht viel zu sagen gibt. Das gehört aber erstmal gar nicht in den Antrag rein. Der ist so, wie er ist, aus meiner Sicht okay. Nochmal die Bitte, diesen Vermietereinwand, den verstehe ich immer noch schlicht nicht. Ist aber nicht schlimm, das ist ja nicht der Hauptgrund. Also so, das war's dazu. Ja, das, was Nixus sagt, ich würde das noch gerne ergänzen. Die Energiewende ist wichtig, aber wir schaffen auch die Energiewende, wenn das Energieunternehmen, der Energieversorger nicht weiß, wann bei mir die Kühlschranktür aufgeht. Nämlich da so eine fein ziselierte Steuerung ist nicht notwendig. Es wäre erstmal der erste Schritt, und da hat Nixus vollkommen recht, wenn man das auf Verteilerebene einführen würde und sozusagen Wohnblockweise die Steuerung übernimmt. Und dann kann niemand nachvollziehen, wessen Kühlschranktür gerade aufgegangen ist oder wer jetzt gerade, keine Ahnung, das Kellerlicht angemacht hat. Und das wollen wir ja eigentlich verhindern, dass wir weiter durchsichtiger werden. Und wenn man halt unseren Stromverbrauch mitprotokolliert, dann ist man ziemlich durchsichtig in seinen eigenen vier Wänden. Und deswegen finde ich auch die Forderung sehr richtig, dass man sagt, hier, ich kann mich im Zweifel, habe ich ein Recht darauf, mich dieser Technik zu verweigern, weil ich mich halt nicht selber ans Digitalmesser liefern will und ich das nicht mitmachen will. Und entweder sind wir für informationelle Selbstbestimmung oder nicht. Und wenn wir dafür sind, dann müssen wir das auch konsequent durchziehen. Also technisch
ist ein Smart Meter auf der Ebene nicht notwendig. Und da habe ich mich dann auch vom Patrick Breyer überzeugen lassen, weil ich hatte vorher ja schon was zu Smart Metern programmatisch geschrieben und hatte da auch eine abgeschwächte Version verwendet, die eher in deine Richtung geht, Michel. Aber mittlerweile muss ich sagen, das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich sehe das mittlerweile anders und würde deswegen diesen Antrag auch mit unterstützen. Dann ist jetzt der Grumpy. Jetzt ziehst du zurück. Gut, dann bin ich jetzt und kann kurz antworten auf Nixus und dann ist Toso. Im Grunde genommen ja, man braucht nicht unbedingt die Steuerung aufs einzelne Gerät. Da gebe ich euch beiden recht. Aber dieser Antrag, der differenziert nun mal auch nicht zwischen einem großen Stromnetzbetreiber und einem, wie wir immer sagen, intelligentes Kraftwerk, also irgendwie ein Häuserblock. Also ich denke jetzt visionär mal ein bisschen, ja. Häuserblöcke, die sich zusammenschließen und gemeinsam Strom produzieren und dann wird da untereinander verteilt und so weiter. Das ist hier halt alles nicht drin. Jetzt kann man sagen, naja, das ist die Antwort auf den konkreten Gesetzentwurf und deswegen muss das auch alles gar nicht so da drin stehen. Das muss nicht visionär sein, sondern das muss jetzt genau auf diesen Gesetzentwurf passen. Okay, kann man machen. Dass wir hier im Landtag an dem Gesetzentwurf des Bundes auch nichts direkt ändern werden, weil das Ding wird nun mal abgelehnt, brauchen wir auch nicht drüber reden, alles gut. Die Frage ist, inwieweit wir diesen Antrag, dadurch, dass er ja schon aus Schleswig-Holstein kommt, mit einem gewissen Spin versehen, auch dafür, dass das irgendwann mal Programmatik wird. Und da habe ich dann Bauchschmerzen, weil dafür ist er mir nicht durchdacht genug. Da geht es dann wirklich darum, wie sieht es denn aus, wenn ich nicht von einem großen Netzbetreiber ausgehe, sondern davon, dass in Wohnung A oder in Haus A die Kühlschranktür aufgeht und deswegen in Wohnung B die Waschmaschine bitte eine Minute später angeht oder ähnliche Dinge. Mir geht es wirklich um diesen Spin, mir geht es ums Grundsätzliche. Wenn man jetzt sagt, okay, komm, das ist jetzt dieser Gesetzentwurf und da wollen wir jetzt was zu sagen, ja, dann soll das von mir aus so sein. Dann bleibt mir nur noch eine letzte Frage. Wo ist denn die aktuelle Version? Ist das die aktuelle Version? Wurde was daran geändert? Weil an der wieder grundsätzlichen Kritik, dass ich hier nichts abstimme, was ich nicht schriftlich vorliegen habe, bleibe ich natürlich dann trotzdem dran. Das bleibt dann das Letzte. Dann lass uns sagen, okay, geht es um aktuelles Gesetz, dann bin ich dabei. Toso. Dann Frank. Ja, danke schön. Also zum einen, mir liegt da auch nicht unbedingt, machst du das gerade, Grumpy, wo die Version vorliegt? Ich. Danke. Ich bin gerade dabei. Ja, habt ihr geklärt? Gut. Frank, erstmal hätte ich gerne gewusst, oder ich weiß nicht, ob Nixus das besser beantworten kann, ist mir egal. Gibt es da eine Altfallregelung? Das wäre ganz interessant, weil, soweit ich weiß, hat RWE zum Beispiel komplett Mülheim bereits mit Smart Metern ausgestattet und das schon vor 4 Jahren. Nächster Punkt, das ist wirklich nicht so eine schöne Variante, die da ist. Das ist die von dem gleichen Dokument, die ich ausgedruckt habe, wenn das da anders war. Ja, ich habe auch das Ausdruckproblem gehabt mit diesem einzelnen Abschnitt auf der einen Seite. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich die Wörter. Ja, das ist gleich noch ein. Wir können es ja deswegen abnehmen. Mir ist das egal. Ihr könnt auch erst andere Dinge besprechen. Dann hätte ich gerne gewusst, wie strikt ist im Gesetzentwurf diese 6.000 Kilowatt Regelung. Da dürften ja Privathaushalte erst dann drunter fallen, im Endeffekt, wenn du entweder eine Heiztechnologie auf Strombasis nutzt oder ein Schwimmbad betreibst. Oder du zusammenfassende Zähler hast, was ja auch Punkt ist. Zum Dritten ist im neuen Gesetzentwurf was zu den Übertragungstechniken genannt, weil soweit ich weiß, nutzen aktuelle Smart Meter ganz viel gar nicht mal die Datenübertragung über
Strom- oder Telefonleitungen, sondern über Mobilfunkleitungen mittels eines VPN. Und soweit ich das auch weiß von den Betreibern, findet eben nicht, so wie eben beschrieben, eine nachverfolgbare Echtzeitmessung der einzelnen Smart Meter statt, sondern es findet, bevor die Daten ausgewertet werden können, eine Verwürfelung statt, sodass sie nicht mehr einzelnen Haushalten zugeordnet werden können. Da hätte ich gerne gewusst, wie da der Sachstand ist. Es wäre an der Stelle vielleicht nicht unbedingt sinnvoll, Dinge zu fordern, die schon so Usus und Handhabe sind. Danke. Frank. Also, ich glaube, ich hatte jetzt noch den Punkt vor der Sicherheit der Übertragung, hatte ich jetzt gerade vergessen, wenn ich jetzt was offen lasse, sag gleich Bescheid. Also Sicherheit der Übertragung ist nach meines Wissens oder ist nicht Gegenstand dieses Gesetzentwurfs. Ob da jetzt VPN-Übertragungen gemacht werden oder nicht, ist nicht Gegenstand dieses Gesetzentwurfs der Bundesregierung. Zu dem Punkt, ob auch Betreiber, also ob auch Haushalte mit weniger als 6.000 Kilowattstunden angeschlossen werden, ist eine Regelung, die das optional dem, wie heißt es, grundzuständigen Messstellenbetreiber halt ermöglicht, auch Messstellen, die unter 6.000 Kilowattstunden halt verbrauchen, so einen Zähler zu nutzen. Das heißt, der Verbraucher hat niemals ein Entscheidungsrecht nach dem Gesetzentwurf. Und das ist der Punkt, um den es halt geht, den Verbraucher in die sein Recht zu geben, halt zu entscheiden, so eine Messstelle eingesetzt zu sehen oder nicht eingesetzt zu sehen. Das ist der das ist der Punkt. Schon, jetzt habe ich irgendwas, Thorsten, war noch was? Habe ich was vergessen? Okay. Nexus. Ja, du hattest drei konkrete Fragen gestellt. Die eine war, deines Wissens hat RWE Mülheim, ich wüsste nicht, dass RWE Mülheim komplett ausgestattet hat. Ich weiß, dass es diverse Pilotprojekte gab, unter anderem von der RWE, weil die Technik, bitte? Genau, ohne gesetzliche Regelung, soweit ich dann weiß, auf freiwilliger Basis gibt es. Es gibt also Erfahrungen mit diversen Vorversionen, Versionen von Smart Metering, auch mit unterschiedlichen Übertragungstechniken, unterschiedlichen Datenschutzstandards. Ja, die gibt es. Die werden aber dann vermutlich hinfällig damit mit einem Rollout nach dem jetzigen Verfahren. Zum Thema Datenschutz, soweit ich weiß, war nie die Übertragung via Stromnetz im Gespräch. Also das sind so Konzepte, ne, Internet via Dings da, Powerline, geht alles irgendwie nicht. Also ja, die haben... Bitte? Ja, deshalb, selbst das mag mal irgendwo... Bitte? Ja, ja, geile Technik, finde ich auch. Ja, im Haus. Es gibt die. Lass uns jetzt nicht so eine Technikdiskussion führen. Also ist aus. So, ja, über Mobilfunkanbindung, wie auch immer, die Daten werden irgendwo gesammelt und da gibt es Regeln für. Wir hatten auch einen interessanten Vortrag mit dem Mann von Sami, die kennt der eine oder andere aus der Partei, der macht genau sowas im Bereich Datensicherheit, sehr überzeugt erklärt, man kann das alles sicher machen, ja ganz klar, man kann immer jede Art der Datenübertragung sicher gestalten, man kann auch die Zuordnenbarkeit rausnehmen oder reinholen, man muss sie natürlich irgendwo erhalten, wenn man darauf basierend auch Abrechnungen erstellt, also ganz weg ist die nicht. Nichtsdestotrotz, und auch die Überwachung im Sekundentakt, die alle möglich ist, im Gespräch war es auch, jetzt machen wir einen Viertelstundentakt, damit wird das mit der Kühlschranktür schwierig. Ich habe auch, ne, ja, in der Tat, ja, es gab auch Untersuchungen der Uni Münster, die festgestellt hat, man kann feststellen, welche Fernsehsendungen, welchen Film, welche, was auch immer, mit Titel man schauen kann, anhand eines Millisekunden genau aufgelösten Leistungsprofils. Ja, kann man alles, das sind aber alles keine Einwände. Im Moment geht es aus meiner Sicht im Kern darum, und ich teile ja sogar in gewisser Hinsicht die Bauchschmerzen von Michel, denn in einem anders aufgebauten Netz, in einem wirklich dezentralen Netz, mit einer ganz anderen Versorgungsstruktur, mit autarken Teilbereichen des Netzes, mag es dann nämlich, bitte? Ja, da ist es aber auch, da ist es wichtig, ist das nur eine Option. Es gibt auch Studien, wie man diese Vernetzung aller Geräte untereinander auch völlig ohne Smart Meter hinkriegen kann. Die Geräte können direkt miteinander kommunizieren und Intelligenz kann man auf viele Arten in die Netze bringen. Und deshalb, ja, diese Bauchschmerzen, nochmal,
insofern bin ich sogar ganz froh über den Einwand. Die teile ich, und ich finde es wichtig, dass wir das auch eben in dem Redeteil rausstellen, dass wir sehr wohl für intelligente Netze sind und die Notwendigkeit anerkennen und gerade perspektivisch mal ganz andere Technik auch brauchen. Und da könnten dann auch Smart Meter, wie sie heute eingesetzt werden, ihre Rolle spielen. Aber darum geht es derzeit nicht. Derzeit geht es um einen Zwangseinbau, der die Leute Geld kostet, der ein zumindest theoretisch vorhandenes Datenschutzproblem schafft. RWE hat selber gesagt, sie wissen gar nicht, wie sie da mit den vielen Daten umgehen sollen und wohin damit und wie sie die schützen sollen. Also solche Äußerungen gibt es, die sind auch dokumentiert. Die haben nämlich noch keine Modelle, wie sie damit umgehen sollen. Und im Kern geht es die Frage, wem nützt das? Die Verbraucher haben nichts davon, haben ein Problem irgendwie im Haus, ein potenzielles, wenn auch aus meiner Sicht sehr geringes. Also diese Datenschutzproblematik würde ich erstmal nicht überbewerten. Aber sie ist da und zahlen dafür Geld. Und sie kriegen noch nicht mal ein Tarifangebot, der es ihnen ermöglicht, Entscheidungen zu treffen. Und selbst dann könnte man das viel einfacher machen. Also dieses simple, jetzt ist der Strom billig, da reicht ein grünes Lämpchen irgendwo, ja, da brauchst du keinen Smart Meter für. Und er sagte, jetzt kannst du deine Waschmaschine anmachen. Also es gibt so viele bessere, elegantere Alternativen. Und derzeit sehe ich dieses Rollout, was ja auf EU-Richtlinien basiert, wirklich nur als, das ist ein gigantisches Programm, ja, so ein Ding kostet richtig Geld, das wird in 40 Millionen Haushalte, streicht davon die Hälfte oder so, 20 Millionen Haushalten irgendwie umgesetzt, so, also 20 Millionen mal irgendwie plus Einbaukosten, 100 Euro plus, das ist einfach so ein Beschäftigungsprogramm und es ist nicht die Technik, die derzeit nötig ist, die Energiewende voranzubringen und deshalb finde ich ja gerade diesen Ansatz, macht's doch dann freiwillig, da können wir ja mal gucken, was daraus wird, so relativ sinnvoll, als nochmal nur Eingriff in das jetzt aktuelle Gesetzgebungsverfahren, was im Bundesrat beginnt. War noch eine Frage offen, Toso? Ich weiß nicht. Okay. Also die eine konnte ich nicht. Diese Datenschutztechnik, was da verwürfelt wird, was da gemacht wird, könnten wir kurzfristig klären, gerade jetzt nicht. Lukas, und den Frank werde ich erst aufrufen, wenn seine Hand abgefault ist. Danke. Nein, Lukas Frank. Ich halte ja meine Kritik aus dem Mumble immer noch aufrecht, möchte ich nochmal wiederholen. Wir haben ja vorhin festgestellt, was wir nicht wollen, nämlich dass halt auch eben ein Lebens- und Nutzungsverhalten ableitbar ist durch den Stromverbrauch. Da ist die ganz klare Forderung, wir wollen keine Smart Meter in Wohnungen. Hier bei diesem Antrag gehen wir unnötigerweise schon Kompromisse ein. Konkrete Kompromisse werden hier geschlossen in 1 und 3. Ich sehe halt einfach nicht den Bedarf dazu, dass man jetzt schon irgendwie mit Kompromissen in dieses Gesetzgebungsverfahren reingeht. Wir sollten viel stärker halt eben die Maximalforderung herausstellen, um halt auch die Möglichkeit zu haben, entsprechend in diesem Thema ein politisches Profil irgendwie herauszuarbeiten. Ne, Michel? Ja, ja. Gut. Das ist spannend. Aber welches Profil wäre das? Entschuldigung. Keine Smart Meter in Privatwohnungen. Genau, das ist aber nicht Michel. Ich habe noch einfach mal Michel angesprochen, einfach nur, weil er mir so sympathisch war. Keine Smart Meter in Privatwohnungen. So, und damit könnte ich leben. Und dieser Antrag, der ist halt so in dieser Form, der geht mir halt, der ist mir nicht zu konkret genug. Der stellt das einfach nicht heraus. Wie gesagt, wir schließen hier unnötig Kompromisse jetzt schon, ohne überhaupt verhandelt zu haben. Lass uns verhandeln. Ja. Frank! Dann versuche ich doch jetzt mal irgendwie das rund zu machen. Wir haben also hier schon mal gegenteilige Positionen zum Thema Smart Meter in Wohnungen. Sehe ich ein Problem, was wir auf dem Parteitag besprechen sollten, denke ich mal. Da wäre das sicherlich gut aufgehoben. Ich möchte mal ganz deutlich machen, worum es hier geht. Zum einen möchte ich das Thema Platzhalter auflösen. Das ist mir jetzt klar geworden, was ich da geschrieben habe, wie das verstanden werden kann. Das Thema Platzhalter bezieht sich auf das Deckblatt, was nicht vollständig ausgefüllt war und was noch ausgefüllt werden wird, was den Thema Erklärung und so weiter angeht. Der Antrag selber ist in der ursprünglichen Fassung soweit richtig, inhaltlich richtig und Punkt. So. Dann, was wir hier machen, ist die politische Arbeit, die wir zu dem Thema jetzt im Landtag machen können. Und das ist tatsächlich politische Arbeit, weil die Landesregierung wird sich im Bundesrat am 18. Dezember zu diesem
Gesetzentwurf der Bundesregierung verhalten. Die Landesregierung wird sagen, hey, wir brauchen da Beratung, wir brauchen da, müssen auf den Datenschutz achten, whatever, was sie auch immer sagen wird. Wir versuchen, ihr hier einen Auftrag mitzugeben, wie sie sich da verhält. Das ist der Sinn dieses Antrags und das ist unsere politische Arbeit im Land, die wir leisten können. Ansonsten geht es nämlich hier um ein Bundesgesetz. Und warum Opt-in drin steht, Lukas, warum wir hier nicht uns grundsätzlich mit der Situation Smart Meter und wir wollen keine und so weiter, hier geht es um die Stärkung der Verbraucher, was in dem Gesetzentwurf der Bundesregierung nicht berücksichtigt ist. Das wurde gerade gesagt, hier geht es um Industrieförderung, hier geht es darum, 20 oder 40 Millionen Smart Meter zu verkaufen, einzubauen und so weiter. Das ist aber nicht unser Ansatz. Wir wollen den Verbraucher stärken, wir wollen die informationelle Selbstbestimmung stärken und sagen, wir brauchen halt Opt-in, nicht ein Verbot. Nein. Wir sind jetzt nicht die Verbotspartei oder sowas. Doch. Wir wollen hier die informationelle Selbstbestimmung stärken. Das ist der Kernsatz dieses Antrags und das ist auch das, was wir in der Kommunikation, glaube ich, hier rausstellen sollten. Und jetzt habe ich fertig. Danebot, Michelle, Nico. Also kein Smart Meter in Wohnungen, finde ich eine gute Formulierung. Das ist eigentlich das, was mir auch vorschwebt. Wir brauchen ihn nämlich nicht. Damit wir das erreichen, was wir durch Smart Meter brauchen, einen Volatilitätsausgleich herzustellen. Dafür brauchst du nicht jede einzelne Wohnung, jede einzelne offene Kühlschranktür und jede einzelne alte Kaffeemaschine anzumessen, die gerade anspringt. Da reicht das wirklich, wenn man ein ganzes Mietshaus irgendwann einen Punkt abgreift oder wenn es Einfamilienhäuser sind, irgendwie 10 oder 12 zusammenschließt, würde völlig reichen. Und auch viertelstündiger oder Takt würde wahrscheinlich reichen, da brauchst du keinen Sekundentakt. Aber was Frank sagt, ist eben auch richtig. Wir nehmen jetzt Stellung zum ganz konkreten Gesetzentwurf und sollten das so machen, wie es da steht, weil wir in der Eile jetzt wahrscheinlich auch nichts anderes Vernünftiges formuliert kriegen. Und das andere, AG Energiepolitik ist dankbar für solche Vorschläge. AG Energiepolitik, also das ist ein programmatischer Antrag wert. Was du gesagt hast, mit keines Mal wieder in Wohnungen. Das ist, was eben auch Frank gesagt hat. Ich, Nico Nixus. Eigentlich nennt der Esel sich immer zuletzt. Also, ja, das ist ein programmatisches Problem. Kein Smart Meter in Wohnungen. Nein, nein. Aber gut, dass wir uns hier streiten können politisch. Das finde ich sehr gut. Ich bin absolut für Smart Meter in Wohnungen. Also diese Technikfeindlichkeit ist halt irgendwie strange. Wie gesagt, nach wie vor der Antrag könnte anders formuliert sein, da könnte stehen, es gibt Datenschutzprobleme, auf die muss Bezug genommen werden, bitte tut das. Das müssen nicht so konkrete Forderungen sein. Punkt 1. Punkt 2. Jetzt muss ich natürlich trotzdem den Formalfu nochmal rausholen. Am Freitag zu schreiben, das Deckblatt wird sich noch verändern und da werden noch Dinge kommen und das ist bis heute nicht passiert. Also theoretisch, lieber Frank, und das weißt du auch, dürften wir diesen Antrag schon deswegen nicht annehmen, weil er formal nicht korrekt ist. Ich will das nur sagen. Wenn ich diese Kritik jetzt nicht anbringe, dann passiert es beim nächsten Mal wieder und wieder und wieder und wieder. Diese formelle Kritik, die muss halt einfach ausgesprochen werden. Nein, sie ändert nichts. Ihr werdet dem jetzt trotzdem zustimmen und ihr würdet sogar dem komischen Antrag von dem da zustimmen, zu sagen, keine alles Smart Meter in Wohnung. Und trotzdem muss ich halt dagegen kämpfen. Entschuldigung. Sie ändert natürlich auch nichts, weil sie nichts ändert. Korrekt. Zeitlicher Verlauf und so. Nico. Ja, mein praktikabler Vorschlag jetzt zum weiteren Vorgehen, würde ich sagen, weil ich glaube, die Sache ist jetzt hier hinreichend deutlich geworden. Ich weiß nicht, Lukas, ich gehe davon aus, dass du hast jetzt hier keinen konkreten Änderungsantrag parat. Von daher würde ich vorschlagen, also ich betrachte jetzt Franks Antrag als vermittelnde oder mittlere Position. Es gibt deine Meinung, die sagt, vollkommener Quatsch, Antrag nicht einreichen, weil Smart Meter in Wohnungen sind sinnvoll für die Energiewende. Und es gibt den Gegenpol bei Lukas, der sagt, nee, wir brauchen das gar nicht. Diese vermittelnde Position von Frank ist nicht ausreichend, weil das immer noch dann das Risiko beinhaltet, dass man da in Form von wirtschaftlichem Druck die Verbraucher dann doch dazu bringt, dass sie auf ihren Datenschutz verzichten und wir brauchen da eine klare Regelung. So, kommen wir aber jetzt hier in dieser Sitzung nicht mit weiter. Deswegen würde ich vorschlagen,
Wir stimmen jetzt über diese Mittlerposition von Frank ab und behalten uns offen, noch Änderungsanträge entgegenzunehmen, die dann, wenn sie positiv beschieden werden, in Form eines Neudrucks Eingang finden oder, falls Michel mit seiner Kontraposition Erfolg hat, ja auch darin münden können, dass wir den Antrag schlicht und ergreifend zurückziehen. Ne? Die Option halten wir uns halt offen. Wir müssen aber jetzt hier gerade an dieser Stelle zu einer Entscheidung kommen, mit der Grumpy dann auch gleich in die PGF-Runde kommt. Und eure weiteren programmatischen Überlegungen würde ich auch bitten, außerhalb dieses Gebäudes zu machen, weil wir machen hier Landtagsarbeit mit Anträgen zum Plenum und wir beschließen hier nicht über Programmausrichtung der Piratenpartei Deutschland. Dafür gibt es ein gesondertes Gremium, das tagt auch nicht in allzu weiter Ferne. Dann kann ich nur alle auffordern, sich an dieses Gremium zu wenden und dann fristgerecht entsprechend gut ausformulierte Anträge dort einzureichen. Das hat dann Konsequenzen auf die Gesamtpartei. Das, was wir hier machen, hat nur Auswirkungen für die Fraktion der Piraten, Landtag NRW und gegebenenfalls auf die Plenarsitzung nächste Woche. So, deswegen würde ich vorschlagen, cutten wir das hier, stimmen über diesen Antrag ab und rufen alle auf, noch Änderungsanträge einzureichen, die dann, das wäre ja nur ein Absatz vielleicht, ja, kleine Änderungen dann auch in Form eines Neudrucks des Antrages umgesetzt werden können. Nixus, dann ich. Okay, also erstmal freue ich mich, dass über so ein spannendes Thema wie Smart Meter, sobald es mit Datenschutz zu tun hat, auch die Energiepolitik interessant wird für die Piraten hier in der Fraktion. Als Anmerkung, ich bin auch froh über Lukas' Anmerkung, weil die zeigt tatsächlich, wenn man das rein auf Datenschutz ausrichtet, kommt man zu solchen Auffassungen wie keine Smart Meter in Wohnungen. Ich halte diese Position, trotzdem mein Nachbar hier das auch gerade vertreten hat, für falsch, denn ganz grob und ganz vereinfacht, wir haben bisher ein zentrales Netz, was strunzdoof ist, was davon lebt, dass immer genug Energie da ist. Ne? Energiewirtschaftsgesetz aus dem Jahr 1933, ne? Hauptsache Energie ist da, mit großen rotierenden Massen, die alles stabil halten. So. Wir bewegen uns hin zu einem dezentraleren Netz, sind aber noch weit weg von einem wirklich sehr kleinteiligen dezentralen Netz. Das kann, und da bin ich sehr nah bei Michel, aber tatsächlich irgendwann mal kommen. Und es ist absolut denkbar, dass wir irgendwann mal sehr kleinteilige Netzzellen haben, wo auf Dorfebene, Stadtteilebene wirklich dein Smart Home, und ich sage jetzt mal bewusst nicht nur dieses Ding Smart Meter, was ein Teil dieses Smart Home sein kann, mit dem Nachbarn kommuniziert, wo ein Elektroauto mal geladen werden muss, wo eine Solaranlage ist, wo im Keller ein Blockheizkraftwerk steht. Und deshalb werde ich derzeit sagen, auf keinen Fall so eine Forderung wie, ne, hier keine Smart Meter in die Wohnung, aber davon reden wir nicht. Das ist ja nicht Punkt der Debatte hier, sondern wir haben einen konkreten Antrag, konkretes Verfahren, sollten darüber abstimmen. Ich befürworte diesen Antrag und das andere ist tatsächlich programmatischer Teil. Aber es ist schön, wenn mal so ein Dissens auftaucht zwischen moderner Energieversorgung, ich sage jetzt mal vertreten von Michel, durchaus sehr visionär mit einer sehr kleinteiligen Aufteilung und dem gegenüber. Nein, das habe ich nicht gesagt. Der auf den Datenschutz oder auf die Datenschutzproblematik und die Überwachbarkeit der einzelnen Wohnung fixierte oder reduzierte Ansatz, und der ist durchaus nicht konservativ, sondern der ist natürlich auch sehr modern, aber ich glaube, dass das nicht der richtige ist. So. Aber das kann man dann auch an dieser Stelle beenden. Danke. Gut, nur ein letzter Satz, lieber Nico. Falsch ist natürlich, dass ich komplett gegen diesen Antrag bin. Auch meine Formulierung könnte man mit einem Neudruck noch reinbringen, die natürlich dann doch den Antrag sehr ändern würde. Aber mir geht es nur darum, konkrete Forderungen sind mir halt zu viel. Ich fände es unkonkreter besser. Vielleicht sind meine Forderungen auch einfach zu visionär für den Landtag. Wobei ich noch ein allerletztes sagen möchte, lieber Nico. Ich verstehe deine Trennung der Gremien und dieses theoretische Konstrukt, aber ein bisschen so aus diesem Traumlandpark müssen wir doch raus. Natürlich macht das, was wir hier beschließen, immer auch einen Impact nach außen und eines dieser Impact-Ziele ist nun mal die Partei und ist auch so eine AG-Energiepolitik. Wenn die Sie zwei Fraktionen hat, haben sich damit tiefgründig beschäftigt, dann wird das natürlich auch in die Partei zurückgespiegelt. Da sollten wir uns nichts vormachen. Aber wenn wir jetzt über diesen konkreten Gesetzentwurf und über diesen konkreten Antrag so reden und diese Grundsatzdebatte hier ein bisschen ausgebreitet lassen, dann soll das so sein. Dann lass uns das jetzt abstimmen. Nico.
Ja, Michael, ich habe auch da gar keine Scheuklappen und gebe ich da auch gar keine Illusionen hin. Es ist nur so, dass wenn wir jetzt hier über diesen Antrag sprechen, es halt nicht hilfreich ist zu sagen, damit sind wir dann parteipolitisch, bundespolitisch festgelegt und so. Das ist halt nicht so. Das ist hier nur ein Landtagsantrag und programmatisch kannst du und jeder andere hier tun und lassen, was er für richtig hält und auch viel weitgehende und ganz visionäre Sachen formulieren und einbringen, über die wir dann auch beschließen werden und die vielleicht ja dann zu einem ganz neuen Energiewirtschaftsgesetz 2133 führen werden. Da sind wir wahrscheinlich alle leider schon tot. Sei es drum, wenn es dann jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt. Ich gucke gerade da in die Ecke, da wird noch diskutiert, wie man auf 2133 kommt. 2133, habe ich zumindest verstanden. Gut, bei 2033 sind wir hoffentlich natürlich noch nicht alle tot. Das, okay. So, ja. Dann kommen wir, wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, jetzt zur Abstimmung über diesen Antrag und den so einbringen, wie er vorliegt. Wer dafür ist, der möge sich jetzt melden. Ich sag mal gerade direkt fürs Protokoll. Also Stefan, Danebot, Eon, Lukas und ich sind Frank, jetzt einig. Irgendwie. Nico, vielleicht. Daniel, Grumpy. Wer dagegen ist, möge sich jetzt melden. Das ist Lukas und Michele. Genau. Und wer sich enthalten will, der möge sich jetzt melden. Das sind Joachim und Dirk. Das ist um Haaresbreite knapp angenommen, der Antrag. Also wir sind quasi auch eine Enthaltung zusammen. Der Grumpy meldet sich. Er guckt auf die Uhr und sagt... Kurz zum Prozedere. Wird ein bisschen schwierig. Ich versuche das dann jetzt mal im Konkreten. Ne? Und würde dann vorschlagen, in Top 3 zu gehen. Das wird zeitlich natürlich nicht hinhauen, was da vorschlagsweise steht. Und ich würde empfehlen, den Bereich des Haushalts für die nicht öffentlichen Teile vorzuziehen. Dies nur als Hinweis. Ich kümmere mich mal gerade um den Antrag. Jetzt müssen wir aber sagen, was der nicht öffentliche Teil, wo die Tagesordnung ist. Dazu. Egal. Ja, gut, dann machen wir das so. Dann sind wir jetzt mit den Anträgen fürs nächste Plenum durch. Ich habe meinen Browser geschlossen. Das ist natürlich total sinnvoll hier, Marsching. Es loadet gerade wieder. Kann jemand die Tetris-Musik pfeifen? Vielleicht eine der Stimmen in meinem Kopf? So, da lädt es wieder. Gut, dann Top 3. Achso, nee, Moment, wenn wir mit den Anträgen durch sind, Top 2 Anträge fürs nächste Plenum, dann sind wir mit dem öffentlichen Teil der Sitzung durch. So, jetzt habe ich es. Ja, blöd ist, das steht hier nicht in dieser Tagesordnung. Simone ist etwas länger weg, Grumpy ist etwas länger weg. Wir werden keine 12 zusammenkriegen. Toso ist weg. Okay, das ist also gut. Wir könnten über eine Beschlussvorlage ohne 12 Leute abstimmen. Dann würde ich jetzt kurz noch dem Harald das Wort erteilen. Da sind wir nämlich jetzt, wir sind im Bereich Sonstiges. Wir sind im öffentlichen Teil, im Bereich Sonstiges, vor dem nicht öffentlichen Teil. Der Harald hat einen Beschlussvorschlag, den wir dann jetzt abstimmen könnten und stellt den kurz vor. Harald, bitte. Harald, Hartmut immer noch. Ist ja wie mit Sven zu reden, ne? Der eigentlich das anders heißt. Das, wahrscheinlich. Es ist der Beschlussvorschlag zur jährlichen Sonderzahlung an die Fraktionsmitarbeiter. Der ist am Freitag allen zugegangen. Und die Fraktion beschließt, also es gibt ja eine jährliche Sonderzahlung, das wurde ja hier auch schon diskutiert, und der Beschlussvorschlag sagt nichts anderes, als dass es fakultativ möglich ist, dass die jährliche Sonderzahlung auf das monatliche Gehalt umgelegt wird. Einzelheiten ergeben sich ja aus der verteilten
Beschlussvorlage und die Begründung ist dort ja auch aufgeführt. Wenn da noch Fragen zu sind, gerne. Gibt es Fragen zu der Beschlussvorlage von Freitag? Das ist nicht der Fall. Dann notiere ich jetzt mal hier schriftlich, weil das Protokoll irgendwie auch ausgefallen ist. Das ist öffentlich, ja. Hast du gerade mal die Nummer? Die Nummer ist B34-2020. Also wer dem Beschlussvorschlag 34, wie am Freitag rumgeschickt wurde, seine Zustimmung geben kann und wie gerade vorgestellt, der möge sich jetzt bitte melden oder für immer schweigen. Das ist einstimmig, außer Lukas. Dann müssen wir doch aufschreiben. Achim, Dane, Bott, Oliver, Frank, Daniel, Dirk, Nico, Michele. Wer dagegen ist, möge sich jetzt melden. Wer sich enthalten will, möge sich jetzt melden. Der Nico war dafür schon. Das geht hier nicht. Das geht hier nicht zweimal. Lukas. So, dann hätten wir diesen Beschlussvorschlag mit der großen Mehrheit angenommen. Nein, einstimmig angenommen bei einer Enthaltung. So heißt es korrekt. Entschuldigung. So, Namen sind notiert. Machen wir nachher ins Protokoll. Gibt es sonst noch was für den Bereich Sonstiges? Weil sonst sind wir jetzt am Ende des öffentlichen Teils. Das ist nicht der Fall. Dann, lieber Stream, liebe Aufzeichnung, auf Wiedergesehen. Wir sehen uns nächste Woche. Und wir gehen jetzt in den nicht öffentlichen Teil.